Ja, herzlich willkommen auch von mir zur Vortragsveranstaltung. Etwas allgemeiner ist gut. Was ich jetzt hier in den nächsten voraussichtlich anderthalb Stunden machen werde, ist, ich versuche mir dieses Schlagwort Rape Culture, versuche ich einfach mal ein paar tiefergehende Gedanken dazu anzustellen. Insofern ist vielleicht allgemeiner nicht der richtige Begriff. Genau, mein Name ist Jana Klein, ich wurde gerade vorgestellt, ich bin zu der Gelegenheit geraten, meine Überlegungen zum Thema in Form eines Vortrags. Ich bin ein bisschen krank, deswegen werde ich mich heute räuspern und husten. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Meine Gedanken hier zum Thema in Form eines Vortrags darstellen zu dürfen, nachdem ich einige Tage nach der Kölner Silvesternacht einen längeren Kommentar unter dem Titel Marginalien zur Debatte um die Kölner Silvesternacht für meine hiesige Hochschulgruppe verfasst und veröffentlicht habe. Die Organisatoren der Hamburger Reihe Not a Compliment fragten nach, ob ich die im Text angestriffenen Gedanken in einer Abendveranstaltung ausführen wollen würde, und so ist dieser Vortrag entstanden. Ich habe mich in der Vergangenheit schwerpunktmäßig mit Zusammenhängen von Männlichkeit und männlicher Sexualität, Rassismus, Ausgrenzung und marginalisierter Männlichkeit und so weiter, daran anknüpfend auch mit Islam und Islamismus beschäftigt. Also ein Schwerpunkt liegt deutlich auf Geschlecht und Sexualität. Ich glaube allerdings, dass ich im Gegensatz zu in der politischen Linken dominierenden Diskursen um diese Themen, die etwa stark vom Queer-Feminismus und von einem aus antiimperialistischer Theoriebildung kommenden Rassismusbegriff geprägt sind, einige Beobachtungen oder Thesen beitragen kann, die zu einer weiteren Aufhellung dieser Komplexe führen können. Weil mir diesen Strömungen ein tieferes Verständnis von so Phänomenen wie Sexualität, Gewalt, aber auch von Psychologie einfach im Allgemeinen einigermaßen abzugehen scheint, würde ich mich vielleicht so etwas wie einem ideologiekritischen Feminismus zuordnen, wenn man überhaupt von einer solchen Strömung sprechen kann oder schon sprechen kann. Junge, das ist Rape Culture, ist der von mir gewählte Titel für den heutigen Abend, und ich verbinde damit neben der gerade wohl modischen Witzelei mit Wörtern wie Brudi oder Junge in Frankfurt, die eine ähnlich gelagerte Reihe trug den Titel Feminismus Brudi, vor allem die Stoßrichtung, dass feministische Diskurse immer wieder in das Muster verfallen, Weiblichkeit und Feminität als das Problematische oder Defizitäre zu thematisieren. Demgegenüber würde ich gerne sowohl als Adressaten als auch als Objekt meiner Überlegungen den Jungen bzw. Mann in den Mittelpunkt stellen, weil mir fundamentale Probleme der Menschheit über ihre Geschichte hinweg eng verknüpft zu sein scheinen mit Männlichkeit und männlicher Sexualität, wenn nicht sogar so weit, dass diese Dinge zum Kernproblem der menschlichen Gattung zählen. Hinsichtlich der sich aufdrängenden Frage, wie es denn zu machen wäre, Verhältnisse zu schaffen, in denen der Mensch nicht ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen wäre. Dabei verstehe ich männliche Sexualität freilich nicht als biologisches Faktum, sondern als geschichtliches Produkt und damit als sowohl individuell als auch hinsichtlich der menschlichen Geschicke insgesamt fundamental veränderbar. In einem ersten Teil schaue ich mir die mediale Auseinandersetzung um den Fall Tuce Albadak, die Kölner Silvesternacht und den Fall Julian Assange an und versuche dann im zweiten Teil über die darin verhandelten Identitätsgrenzen zwischen eigenem und Fremden am Anti-Amerikanismus, am Antisemitismus und am Rassismus langsam auf ihre sexuellen und geschlechtlichen Anteile zurückzukommen. Rape Culture taucht in letzter Zeit in verschiedenen populären Diskursen und journalistischen Texten als Schlagwort auf. Ich gebe mal eine Definition aus der Taz von Margarete Schachowski. Sie ist unter anderem Kolumnistin bei Spiegel Online. Zitat, gemeint ist eine Gesellschaft, in der sexuelle Gewalt zwar weit verbreitet ist, aber von vielen Menschen nicht als solche gesehen wird. Opfern wird generell misstraut oder die Schuld zugeschoben, indem Täter geschützt und Vorfälle heruntergespielt werden. Wer Vergewaltigungsmythen googelt, findet viele dieser tief verwurzelten Denkweisen. Es ist, als würde man demjenigen, der bei der Feuerwehr anruft, weil seine Wohnung brennt, sagen, es ist aber auch ein komisches Hobby, brennende Kerzen auf Bäume zu stecken. Dieses Zitat ist um Weihnachten herum entstanden. Daher das Beispiel mit den brennenden Kerzen. Behavioristisch verstanden wird hier eine vielfach zu beobachtende Verhaltensweise beschrieben.
die uns als Reaktion auf die Thematisierung sexueller Gewalt immer und immer wieder begegnet und ausgestattet mit Begrifflichkeiten wie Diskurs und Macht, ließe sich argumentieren, dass ich eben hier eben eine Gender Hierarchy irgendwie artikuliere. Ich benutze dieses sehr allgemeine Schlagwort mal anspielend auf das erste Werk von Jules Butler. Demgegenüber würde ich dafür plädieren, sich anzusehen, welche Vorgänge eigentlich auf einer tiefer liegenden Ebene der Charakterstruktur oder Charakterorganisation von Menschen ablaufen, die mit diesem Sachverhalt konfrontiert sind, um darüber vielleicht einen sozialen Mechanismus aufzudecken, in dem individuelle wie kollektive Abwehrmechanismen miteinander in Verschränkung agieren. Geprägt durch geschlechtlich aufgeteilte Erfahrungshorizonte und Persönlichkeitsprägungen könnte dann womöglich besser verstanden werden, wieso die epidemischen Ausmaße sexueller und sexualisierter Gewalt stets unterhalb unseres öffentlichen wie individuellen Radars hersegeln und damit eine echte Auseinandersetzung mit dieser Realität nicht stattfindet bzw. nicht stattfinden kann. Zunächst aber vorausgeschickt ein paar Feststellungen oder Fragen, die in ihrer Banalität eigentlich schon etwas verblüffend sind. Warum sind es ausgerechnet Männer und nicht vielmehr alle Menschen oder auch Frauen, die sexuell gewalttätig sind? Ausnahmen bestätigen hier freilich die Regel. Warum begehen in der Hauptsache Männer sexuelle Übergriffe an Kindern? Wir können freilich einen biologischen Unterschied unterstellen und damit wäre das Problem so gelöst, wie es wohl den meisten Menschen im Alltagsbewusstsein gelöst zu sein scheint. Aber ich denke nicht, hier begründen zu müssen, warum das Unsinn und zudem wissenschaftlich äußerst unredlich ist. Im Queerfeminismus wird diese Frage häufig mit einem Verweis auf etwas beantwortet, das da Macht genannt wird und von dem sich mir der Eindruck aufdrängt, dass dieser Begriff eher zur Verwischung von Sachverhalten beiträgt, die wir uns im Detail genauer ansehen müssten, wo wir dann etwa ein Phänomen besser verstehen können, wie das, dass Gewalt in der Machthierarchie eben auch nach oben ausgeübt werden kann und auch wird. Also als Beispiel von Frauen gegen Männer. Eines von vielen Phänomenen, die in der auf Macht und Diskriminierung fokussierten Rede eigentlich kaum begriffen werden können. Also wenn man von Diskriminierung ausgeht, wie funktioniert dann so eine Tat, wo zum Beispiel eine Frau einen Mann angreift? Das kann eigentlich so gar nicht verstanden werden, glaube ich. Ist die Existenz von sexueller und sexualisierter Gewalt und die ständige heterosexuelle Bedrängnis ein Kulturphänomen, das die darin zur Aktion kommenden Subjekte fundamental übersteigt? Oder ist sie so etwas wie eine bewusste Entscheidung des Täters, wie in vielen feministischen Diskursen, wo mit bestimmten nachvollziehbaren politischen Absichten häufig betont wird? Ein Missbrauch der Machthierarchien? Ich werde versuchen, mit ein paar bescheidenen Begrifflichkeiten aus der Psychoanalyse zu zeigen, dass dieses Modell ins Leere greift und gar nicht geeignet ist, zu verstehen, was in einer solchen Situation eigentlich genau passiert. Dabei soll die spezifisch männliche Sexualität im Zentrum stehen mit ihren Konflikten, Ängsten, ihrem Verhältnis zum Objekt und zur kulturell übermittelten Geschlechterhierarchie. Und zwar insbesondere hinsichtlich ihrer Abwehrmechanismen oder ihrer genuinen Abwehrmechanismen. Ich greife mit dem Fall Dutsche Albarak und der Kölner Silvesternacht zentral zwei mediale Ereignisse auf und versuche weiterhin auf den Fall Julian Assange noch kurz einzugehen, um meine These zu verfolgen, dass in Ideologien wie dem Rassismus oder Antisemitismus im Kern auch immer Fragen von Geschlecht und Sexualität verhandelt werden, dass diese Phänomene also im Grunde sexueller Natur sind und ohne eine Kenntnis von männlicher oder hegemonialer Sexualität und herrschenden Geschlechts- und Sexualitätsvorstellungen und daran angrenzenden psychischen Mechanismen nicht zu begreifen sind. Im Herbst 2014 erregte der Fall Tutsche Albarak einige Aufmerksamkeit. Sie war in einem Offenbacher McDonald's nachts zwei Mädchen zur Hilfe geeilt, weil diese von drei jungen Männern auf der Toilette belästigt worden sind. Sanel M., einer der Männer, schlug Albarak später auf dem Parkplatz. Sie fiel extrem unglücklich, wohl auf einen Ohrring und verstarb kurz darauf an Blutungen im Hirn. Interessant ist, also ich zeige während des Vortrags einige Screenshots von Titelzeilen und glaube, dass sowohl Titel als auch immer so der Einlauf, die ersten zwei Sätze immer ein bisschen prägnant sind. Das ist zumindest meine Hoffnung.
Interessant ist, dass die Medien daraus sofort einen Fall von Zivilcourage machten und die Tatsache, dass es eigentlich oder auch um sexuelle Belästigung ging, vollkommen hinten überfiel. Spiegel Online fragte, Zitat, ist sie gestorben, weil sie anderen jungen Frauen helfen wollte, Zitat Ende. Und unter dem Motto, Tutte zeigte Zivilcourage, zeigen wir ihr unseren Respekt, versammelten sich Hunderte in Gedenken vor dem Krankenhaus, in dem sie starb. Das Motiv der Zivilcourage hat seit dem Brandanschlag auf die Düsseldorfer Synagoge von 2000 eine besondere Aufladung. Es ist eng verknüpft mit dem dann von Gerhard Schröder ausgerufenen Aufstand der Anständigen, in dem die deutsche anständige Mehrheit gegen die antisemitische oder rassistische Minderheit nun aufstehen und gegen sie einschreiten sollte. Man kann sich eine Situation in einem Bahnabteil mit pöbelnden Nazi-Skinheads vorstellen, wie gesagt 2000, wo nun die deutsche dezentrale Zivilcourage-Feuerwehr also einschreitet und den Angreifern klar macht, dass sie nicht im Namen einer deutschen Mehrheit handeln, keine Vollstreckerinnen des Volkswillens sind. Mir scheint sich das Motiv dieser Zivilcourage seit der Jahrtausendwende fest ins Selbstverständnis einer deutschen Nation nach 1945 eingebrannt zu haben, die bis heute paradoxerweise auf den eigentlich nicht vorhandenen deutschen Widerstand gegen den Nationalsozialismus rekurriert. Damit drehen wir uns also um die Frage nach der deutschen Identität. 2009 gab es dann den Fall Dominik Brunner. Er war gegen Jugendliche eingeschritten, die zwei weitere Jugendliche ausgeraubt hatten. Diese haben Brunner dann attackiert und ihn tödlich verletzt. Für sein Einschreiten erhielt er posthum unter anderem das Bundesverdienstkreuz. Eine Stiftung wurde nach ihm benannt und in der entsprechenden Öffentlichkeit für den Fall war die Zivilcourage wieder zentrales Thema, ohne dass es diesmal um Rechtsextremismus gegangen wäre, aber um eine andere Verletzung unserer Gesellschaftsordnung. Im Januar 2016 forderte der sächsische Ministerpräsident angesichts der dortigen Ausschreitung gegen Geflüchtete ebenfalls Zivilcourage. Zitat: Nicht allein die Polizei oder die Politik kann das bewältigen. Zitat Ende. Zwar ist Zivilcourage also mittlerweile von Neonazismus, Rassismus und Antisemitismus einigermaßen abgelöst, aber dennoch würde ich sagen, dass Zivilcourage auf diese Phänomene als Prototypen bezogen bleibt in den letzten 15 Jahren und in den letzten 15 Jahren von der persönlichen Charakterstärke zur staatstragenden Tugend aufgestiegen ist und dabei eigentlich immer noch eng verknüpft ist mit dem Nationalsozialismus, über den sich die deutsche Identität herstellt. Warum die große Aufmerksamkeit für Tutsche Alberock? Mir scheint es daran zu liegen, dass sich in der Tutsche-Story, wie auf der Simpsons-Couch, die Sehnsüchte und identitätsbildenden Konfliktlinien eines breiten, einander sonst widersprechenden gesellschaftlichen Spektrums für einen Moment friedlich versammeln konnten. Ich benutze dieses Bild der Simpsons-Couch, vielleicht kennen einige das von euch. Dieses Phänomen, warum die Simpsons so erfolgreich gewesen sind, ist halt natürlich oft diskutiert worden und ein Argument war, das in dem Bereich immer genannt wird, ist, Simpsons werden von Linken und Rechten und Konservativen und Liberalen geguckt und alle können drüber lachen, alle finden es witzig, alle sehen sich und ihre Anliegen darin irgendwie repräsentiert, und ja, im Grunde können alle dabei zusammen drüber lachen. Also ein Beispiel, Politiker, der Bürgermeister, die Polizei werden bei den Simpsons ständig als total korrupt dargestellt und so gibt es dann halt den Struggle in Springfield. Ja, aber am Ende hält dann doch die Familie der Simpsons bei allem Stress dann auch immer wieder zusammen und landet dann zusammen wieder auf der Couch und so holt sich das sozusagen dann wieder selber ein. Und es ist halt ein total breites Spektrum, das dann auf dieser Simpsons-Couch sitzen kann. Der Täter Sonnel M. passt dabei in das Bild des ausländischen Schläger- und kulturlosen Verlierertyps, das sich die politische Rechte so gerne zurechtlegt und dessen Hypermaskulinität sie zugleich fasziniert wie, rassistisch gewendet, abstößt. Während umgekehrt Alberock für ein linksliberales Narrativ den Beweis antrat, dass jemand mit Migrationshintergrund doch eine Bereicherung für die deutsche Gesellschaft sein kann. Sie hat immerhin die deutsche Staatstugend schlechthin bewiesen, Zivilcourage gezeigt und damit im Grunde ihre Identität als Deutsche auch gegenüber Leuten erkämpft,
die sie ihr normalerweise schon wegen des türkischen Buchstabens in ihrem Namen nicht zuerkennen würden. Die Kehrseite dessen, dass sie durch Multikulti Apologetinnen für den Prototypen der guten Ausländerin herhalten musste, die also irgendwie etwas zum materiellen oder ideellen Bruttosozialprodukt beigetragen hat, ist die, dass im Grunde der Gedanke dafür produziert war, dass nicht-biodeutsche Menschen keinen intrinsischen, genuin menschlichen Wert haben und mit Zanel M. gleichzeitig schon die Figur mit auf der Bühne stand, die man stellvertretend für alle unproduktiven Nicht-Biodeutschen hassen und strafen konnte. Auch hier geht es also wieder um die Frage nach Identität, nach der Grenze zwischen dem eigenen und dem anderen und Fremden und demjenigen, was verworfen werden muss. Diese Grenzziehung wird dabei offenbar so sehr von zwei schwarzhaarigen jungen Menschen belastet, die entgegen der rassistischen Fantasie keinen homogenen Block abbilden, sondern im Gegenteil zueinander bis in den Tod in Widerspruch geraten sind. Dass die Zivilcourage und mit ihr die deutsche Identitätsgrenze die ganze Aufmerksamkeit an sich zieht und andere Aspekte der Story vollkommen überstrahlt. In der Taz heißt es dazu zum Beispiel, Tutsche soll versucht haben, einen Streit zu schlichten, bevor es zu der Attacke auf sie kam, Zitat Ende. Das finde ich einigermaßen interessant. Kurz zum Vorgang. Drei rumprotzende Typen kommen mitten in der Nacht in den McDonald's und es gibt schon eine erste Auseinandersetzung mit der Gruppe um Tutsche. Danach gehen sie die Treppe runter zu den Toiletten und als Tutsche die Schreie der zwei 14-jährigen Mädchen hört, die sie zuvor bereits unten betrunken in der Toilette hatte sitzen sehen, eilt sie herunter und greift in die Situation ein. Ich habe an Ostern meiner Familie davon erzählt, dass ich den Vortrag schreibe und halten werde, das erste Mal dann in Hamburg. Und ich glaube, das taugt als Anekdote doch ziemlich gut, weil es mir repräsentativ zu sein scheint für die Wahrnehmung dieses Falls. Ich erzählte meiner Mutter und meinem Bruder, dass ich zu sexueller Gewalt und der Verhandlung dieses Themas in medialen Ereignissen wie der Kölner Silvesternacht und dem Fall Tutsche Albarak reden will und bekam direkt den Widerspruch oder die verwirrte Antwort, der Fall Albarak habe doch gar nichts mit sexueller Gewalt zu tun. Ich erklärte ihnen, dass er dem tödlichen Schlag vorausging, dass diese jungen Männer zuvor zwei 14-jährige Mädchen auf der Frauentoilette belästigt hatten. Und als Antwort bekam ich tatsächlich, dass es ja gar nicht um Belästigung gegangen sei, sondern dass sich die Jugendlichen einfach nur gestritten hätten. Und da wäre Albarak dann eingegriffen. Nun, worüber streiten sich drei protzende, ultramaskuline Typen, von denen einer hinterher einer Frau einen tödlichen Schlag verpasst, um 5 Uhr nachts auf der Frauentoilette von McDonald's mit zwei betrunkenen 14-jährigen Mädchen? Streiten die sich darüber, ob nun BVB oder Bayern München krasser ist? Genau das habe ich sie gefragt. Ich habe auf diese Frage freilich keine Antwort bekommen und ich finde das doch sehr interessant, dass man die Erklärungsweise, es habe dort einen Streit gegeben, für wesentlich realistischer hält als die Erkenntnis oder das Eingeständnis, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der am laufenden Bande Männer Frauen als sexuelle Motivlage angreifen oder sonst wie mal mehr, mal weniger stark sexuell motiviert angehen, ihren Raum beschneiden, sie bedrängen, sie zu einer Interaktion zwingen und so weiter. Das Motiv der Zivilcourage oder später nach der Berichterstattung über den Gerichtsprozess, die übertriebene Einmischung einer eigentlich aggressiven Frau in einen eigentlich harmlosen Streit, überstrahlte in diesem Diskurs also vollkommen das Motiv der sexuellen Belästigung und seiner Alltäglichkeit. Es wurde im deutschen Diskurs nur ganz am Rande verhandelt, worum es überhaupt ging oder wogegen sich die vielfach gefeierte und rezipierte Zivilcourage überhaupt richtete. Es ging also um Zivilcourage der Zivilcourage willen und damit um die jeweiligen Bedürfnisse, die die Deutschen in diesem medialen Produkt sich befriedigen konnten. Also ausländischer Schlägertyp, Mehrwert für die deutsche Gesellschaft durch Zuwanderung, Beweis der deutschen Identität dieser zumal doch ganz hübschen jungen Frau. Hier hatten wir das, glaube ich, schon, mit der hübschen jungen Frau, genau. Und so weiter. Also eigentlich schien es irgendwie immer nur um das Unbehagen zu gehen, dass die Deutschen mit Menschen haben, die Tutsche oder Sanel heißen. In der englischsprachigen Rezeption war interessanterweise von so Dingen wie den Zitat epidemischen Ausmaßen sexueller Gewalt, Zitat Ende, die Rede. Den Begriff habe ich mir zu eigen gemacht. In Deutschland ging es aber nur um den Kampf des Bösen gegen die gute Ausländerin. Interessant auch, das wurde, glaube ich, nur in der Taz erwähnt, Sanel M. soll Albarak, als sie die Situation eingriff, als Transe bezeichnet haben
Und die darin implizierte Vorstellung von der Natur einer Frau scheint er dann mit denjenigen zu teilen, die außerstande sind, sexuelle Belästigung wirklich als sexuelle Belästigung zu benennen und zu begründen, warum es wichtig ist, dass eingegriffen wird. Tutsche konnte in seinen Augen also keine richtige Frau sein, weil in seiner Vorstellung Frauen fundamental auf diese sexuelle Aufmerksamkeit von Männern für ihre Körper angewiesen sind, beziehungsweise sie genießen müssen. Und dass eine Frau wie Albarak, die sich gegen diese Selbstverständlichkeit zur Wehr setzt, entsprechend unweiblich, unsexy und eben unfickbar sein muss. Frauen wehren sich nicht gegen Männer. Und wenn sie es doch tun, sind sie eben keine Frauen mehr, sondern eigentlich Männer, die als Subjekt ihren Willen artikulieren und im Zweifel mit der nötigen Aggressivität auch durchsetzen. Dieser Hintergrund von sexueller Belästigung wird im anfänglichen Diskurs aber vollkommen ausgeblendet. Albarak wird für ihren Mut gelobt, aber wie gesagt, ist gar nicht aussprechbar oder thematisierbar, wogegen sich dieser Mut überhaupt gerichtet hat. Später hat man sich dann darauf gestürzt, dass die Mädchen vor Gericht ausgesagt haben, sie hätten sich jetzt nicht unbedingt bedroht gefühlt, was mir allerdings eher derselben Unfähigkeit der Bewusstmachung von sexueller oder sexualisierter Gewalt, der Gewalt geschuldet zu sein scheint, hier in Kombination mit der Tatsache, dass Mädchen heute mit der Forderung an sie aufwachsen, immer stark und auf gar keinen Fall Opfer zu sein. Entsprechend eines neoliberalen Feminismus, also ein Realfeminismus könnte man sagen, darf ihr Geschlecht ihrem Bewusstsein niemals zum Malus taugen. Angesichts dessen, dass einer der Täter einem der Mädchen einen Rosenstrauß entwendet und diesen in den Handtrockner gehalten hat, sodass die Blätter wild durch den Raum wirbelten, das Ganze, wie gesagt, auf der Frauentoilette mitten in der Nacht, zu zweit gegen drei ältere Männer, die wohl den einzigen Ausweg aus dem Raum versperrt haben dürften, angesichts dessen scheint mir das mangelnde Bewusstsein für die Bedrohung eher an einem weiblich-masochistischen Selbstverhältnis zu liegen, dass die Tatsache, immer wieder von Männern in kleinere oder größere Ohnmachtssituationen manövriert zu werden, wenigstens erträglich macht, indem sie sie nicht zu Bewusstsein steigen lässt. Ich zitiere die Welt zur Situation auf der Toilette. Zitat: Diese bizarre Szene verlockte die Betrunkenen, also ich mache jetzt Absätze, um zu betonen, die betrunkenen Jungs, die gerade vom Feiern in einer Disco angerauscht waren, die Teenager anzubaggern. Ob sie einen Freund hätten, so hübsche Mädchen, ob sie noch was trinken gehen wollten, solche Sachen. Nervig, ja, aber niemand habe sie angefasst, sagten die Mädchen aus. Zitat Ende die Welt. Ich denke, die Ekelhaftigkeit der in diesem Abschnitt vollführten Umkehrung und Rechtfertigung nicht erläutern zu müssen. Dass sexuelle Belästigung, auch die mit erzwungenem Körperkontakt, in Deutschland keine Straftat darstellt, darauf komme ich später nochmal. Im Prozess und in der Berichterstattung wurde Tutsche dann im Grunde eine Mitverantwortung für ihren eigenen Tod gegeben. Ob sie oft feiern gehe, ob sie viel getrunken habe, ob sie sich schnell einmische. Dann stand sogar die Frage im Raum, ob Albarak dadurch, dass sie einen Schritt auf Sanal M zugegangen sein könnte, erst ermöglicht habe, dass Sanal M sie geschlagen hat. Zitat: Sie kam ihm so nahe, dass er den fatalen Schlag setzen konnte, knapp am Kopf seines Freundes vorbei, wieder die Welt. Den Begleitern von Albarak stellte der Staatsanwalt Fragen wie: Warum sind Sie hinunter zur Toilette gerannt, wenn da pöbelnde Jungs waren? Und: Da sind die Jungs auf dem Parkplatz, die krakeelen und sie anmachen. Es gibt Stress. Wieso gehen Sie auf die zu? Jeden Mann, der in der Disco seine Freundin von einem anderen Mann angegraben sieht, gesteht man, wenn auch manchmal mit einem zugekniffenen Auge, zu, dass er seine Ehre gegen ihn verteidigt, und es gehört eigentlich zum alltäglichen guten Ton, dass das, was die Juristerei eine Körperverletzung nennt, in gewissem Rahmen von Männern kulturell gefordert ist, wenn es um die Ehre oder den Schutz ihrer Freundin oder auch einer fremden Frau geht, wenn diese Männer auch echte Männer sein wollen. Diese Form der Verteidigung wird Männern auch trotz staatlichem Gewaltmonopol zugestanden, während Frauen, die dasselbe tun, zu Aggressorinnen gemacht werden, die eine bestimmte Grundaggressivität also schon mitgebracht haben. Als ich das schrieb, ich erinnere mich an einen Streit, den ich mal durch dasselbe Argument vorgetragen habe und so heftigen Widerspruch bekommen habe von meinem Gegenüber, dass er das gar nicht so sehen konnte, dass es sozusagen einen kulturellen Anspruch an Männer gibt, dass sie sich doch bitte prügeln können sollen.
Das war vor ein paar Wochen. Ja, das ist krass, ne? Also da ist ein Staat, der beansprucht ein Gewaltmonopol für sich, aber die Gesellschaft, die in diesem Staat gehütet und beschützt wird und sich entfalten soll, empört sich darüber, dass deutsche Männer auf den Staat vertrauen und nicht zum Beispiel auf die Polizei oder solche Dinge. Genau. Diese Form der Verteidigung wird Männern auch trotz staatlichem Gewaltmonopol zugestanden, während Frauen, die dasselbe tun, zu Aggressorinnen gemacht werden, die eine bestimmte Grundaggressivität also schon mitgebracht haben. Das scheint mir an den unterschiedlichen Geschlechternormen zu liegen und damit also an einer Vorstellung über die Natur der Geschlechter. Diese führen dazu, dass Männern zugestanden wird, was Frauen verboten ist. Sie sollen passiv sein und sich und andere Frauen nicht verteidigen. Der eigentliche Grund für die Verteidigungshandlung wird auch vor Gericht zur Nichtigkeit heruntergespielt und ein neuer Grund in einer irgendwie gearteten, also jetzt bei Tutsche wieder, in einer irgendwie gearteten, geschlechtsuntypischen Aggressivität Alberts gesucht, die dann zur Schuld oder zumindest zur Mitschuld taugt, weil sie die Geschlechternatur übersteigt. Das haut ab, dass die Mädchen gerufen haben, also eine unmissverständliche Grenzsetzung, man könnte auch sagen, dieses ominöse Nein, das momentan durch die Presse geht, hau ab, könnte so ein Nein sein, dass die Mädchen gerufen haben, also eine unmissverständliche Grenzsetzung, wird auch hier nicht gewürdigt. Den jungen Männern wird sofort zugestanden, es zu ignorieren. Man tituliert sie dann als nervig. Während es Alberach untersagt wird, zu ihrer Durchsetzung zur Hilfe zu eilen. Man stelle sich vor, die Mädchen hätten halt den Dieb gerufen. Es wäre also um ein Eigentumsdelikt gegangen und nicht um die sexuelle Selbstbestimmung von Mädchen, um eine in Deutschland nicht strafbare sexuelle Belästigung, der man in der erläuterten Situation sicher eine implizite Drohung mit mehr und wesentlich heftigerer sexueller Gewalt unterstellen muss, gerade weil sie mit dem Eindringen auf den Schutzraum Frauenklo aus der Gruppe heraus verbunden war. Ich komme zur Kölner Silvesternacht. Ich komme zur Kölner Silvesternacht, die euch mitsamt der sich daran anschließenden Kommentarschlacht in den Zeitungen sicher noch allen bestens in Erinnerung ist und möchte mich auf ein paar wenige Aspekte konzentrieren, nämlich auf die rassistischen Projektionen und auf die Gemeinsamkeiten zwischen dem sich als besonders europäisch bzw. deutsch wähnenden Patriarchat und dem geschmähten islamischen, maghrebinischen oder arabischen Patriarchat bzw. der dann so wahrgenommenen besonders ungezügelten Sexualität des maghrebinischen Mannes. Punkt 1 soll mit einer kurzen Darstellung der Rechtslage untermauert werden. Völlig zu Recht hat sich das linksliberale Milieu nach einem ersten Schock gegen die Flut rassistischer Kommentare zur Wehr gesetzt. Und wie das in solchen Abwehrkämpfen nun mal so ist, geht doch das ein oder andere diskussionswürdige Detail darin unter. Für den Rest der Debattierenden schien mir aber nicht prinzipiell die Brechung der juristisch vermeintlich verankerten sexuellen Selbstbestimmung von Frauen das Problem zu sein, wie sie vorgaben, sondern die Tatsache, dass dies von mehreren Männern gleichzeitig ausging, dass der öffentliche Raum dafür genutzt wurde und dass die Gruppen sich aus dieser Perspektive ethnisch homogen zusammengesetzt haben. Ethnisch homogen können halt immer nur Nicht-Weiße, Nicht-Deutsche sein, ne? Andermaßen. So ein Public Viewing bei einem deutschen Spiel ist natürlich keine ethnisch homogene Zusammensetzung. Ethnisch sind natürlich immer nur die anderen. Zunächst einmal spricht für diese meine These der ganz banale Fakt, dass die allermeisten begangenen Handlungen, und dafür spricht auch eine Durchsicht der Berichte über Ermittlungen, Festnahmen und erste Urteile, überhaupt nicht als Sexualdelikte in Deutschland verfolgbar sind. Wie gesagt, sexuelle Belästigung ist in Deutschland keine Straftat. Im Arbeitsrecht gibt es einen Passus, der auch so heißt, sexuelle Belästigung, und der sicher seine Mängel hat. Aber gerade das Fehlen dieses Schutzes abseits des Arbeitsplatzes, also im StGB, ist schon sehr vielsagend. Ein paar Worte zur Rechtslage von Nina Adelmann aus der juristischen Fachzeitschrift Jura aus 2009. Zitat: So gehören Grabschereien an Busen, Po oder unter den Rock heute genauso zum Alltag,
Ich würde das in Frage stellen, diese Rede von das gehört zum Alltag, fände ich ein bisschen problematisch. Ich würde nicht sagen, dass das Alltag ist, aber die allermeisten Frauen müssen sich alltäglich mit der Gefahr beschäftigen, das ist vielleicht Alltag. Zum Alltag, wie das Ungewollte geküsst werden oder das bedrängt werden in Bussen, Straßenbahnen oder Fahrstühlen. Insbesondere bei letztgenannten Gelegenheiten nutzt der Täter häufig die räumliche Nähe und Beengtheit, um sich dem Opfer zu nähern und dieses wie zufällig an intimen Stellen zu berühren. Derartige ungewollte Berührungen werden von vielen Frauen als unangenehm und ekelhaft empfunden und als weitaus schwerwiegenderer Eingriff betrachtet als eine verbale Beleidigung. Dennoch erfüllen derartige Übergriffe in die Intimsphäre der Belästigten regelmäßig weder die Tatbestandsvoraussetzungen der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, Paragraphen 174 StGB und folgende, noch die der Beleidigung, Paragraph 185 StGB, Zitat Ende. Strafbar sind solche Handlungen nur, wenn der Täter die Betroffene mit Gewalt, durch Drohung mit gegengewärtiger Gefahr für Leib und Leben oder über die Widerstandsunfähigkeit der Betroffenen nötigt. Also im Grunde eine selbstständige Straftat zur Erzwingung des Sexualkontaktes begeht. Die Handlungen wiederum müssen die sogenannte Erheblichkeitsschwelle überschreiten, wobei ungewollte Küsse in Anführungszeichen auch mit Eindringen der Zunge, das Begrapschen von Brust oder Oberschenkel oder ein Griff unter den Rock, was die Rechtsprechung betrifft, unter dieser Erheblichkeitsschwelle fallen. Angesichts dessen fordert Adelmann, Zitat, um einen umfassenden Schutz vor sexueller Gewalt zu schaffen und ein Leerlaufen des sexuellen Selbstbestimmungsrechts zu verhindern, ist der Gesetzgeber aufgerufen, die Sexualdelikte umfassend zu reformieren und einen Auffangtatbestand zu schaffen, der auch gewaltlos gegen den Willen des Opfers begangene sexuelle Handlung unter Strafe stellt, Zitat Ende. Das ist ein Prozess, der jetzt 7 Jahre später gerade so langsam läuft. Ich habe da ganz, 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 ganz erhebliche Bedenken bei dem, was gerade die Reformvorhaben angeht, also die Einführung von sexueller Belästigung und sexuellen Übergriffen in das StGB. Ich sehe da sehr, 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 sehr erhebliche Gefahren drin, wie das gerade läuft. Das würde jetzt aber zu weit führen. Die Juristin Ulrike Lemke schreibt im Gesetz, wer, Zitat, verlangt, das schreibt sie Anfang 2016, dass die sexuelle Handlung durch eine andere gewaltsame Handlung oder erhebliche Drohung des Täters ermöglicht wird. Der sexuelle Übergriff selbst ist aber ein so massiver Angriff auf die Integrität einer Person, dass weitere Gewalt oft gar nicht ausgeübt werden muss. Zitat Ende. Und ich würde ergänzen, dass der sexuelle Übergriff oder die sexuelle Belästigung bereits eine Gewaltbereitschaft mit untermauerter körperlicher Überlegenheit demonstriert, auf die die allermeisten Frauen nicht zuletzt aufgrund ihrer körperlichen Unterlegenheit eben nicht mit der geforderten Gegenwehr reagieren. Meist nicht mal mit dem so oft zynischerweise geforderten Nein. Weitere Stellungnahmen von Verbänden und Juristinnen untermauern die Realität, dass nicht nur sexuelle Belästigung, sondern auch ein erheblicher Teil dessen, was wir als sexuelle Übergriffe und auch, und das ist bekannter, als Vergewaltigung verstehen, in Deutschland keine Straftat darstellt. Die Kölner Polizei hat vereinzelt im Nachgang der Silvesternacht einige Delikte als Beleidigung auf sexueller Grundlage klassifiziert. Das ist § 185 StGB. Wohl mehr, um nicht erneut den Anschein zu erwecken, sie wolle die Frauen in Köln gar nicht schützen. Aber auch mit dieser juristischen Konstruktion, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, lassen sich die Belästigungen und Übergriffe nicht kriminalisieren. Also die Gerichtsentscheide, die es dazu gibt, die zeigen das halt einfach. Wie kommt es also, dass sich die Deutschen über sexuelle Belästigungen und Übergriffe echauffieren, wenn dieselben Deutschen es nicht für nötig erachten, und die gegenwärtige Debatte um die Verschärfung des Paragraphen 177 StGB, sexuelle Nötigung, zeigt das aufs Neue, die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen auch wirklich per Gesetz zu schützen. Gut, jetzt gibt es gerade so einen Turn bei 177, der so ein bisschen in die richtige Richtung geht. Bis vor 3 Wochen sah das noch anders aus. Aber auch da sehe ich noch weiterhin Probleme, so wie es gerade vorgeschlagen wird. Offensichtlich beruht die Aufregung, jetzt wieder Köln, überhaupt nicht auf einem ethischen oder politischen Urteil über die Frage von sexueller oder sexualisierter Gewalt, sondern auf der Art und Weise, auf dem Stil dieser Gewalt. Wohl nicht ohne einige gewisse Faszination hat Justizminister Heiko Maas die Angriffe damals dreist genannt.
Die Unterstellung von Dreistigkeit macht aber nur Sinn, wenn diese die Erheblichkeit der moralischen Verfehlung zu steigern imstande ist. Umgekehrt scheint mir ein Schuh draus zu werden. Erfolgt der Übergriff oder die Belästigung nicht dreist, sondern von der guten alten Schule, wie etwa bei Rainer Brüderle, ist für den Großteil der Gesellschaft überhaupt kein Problem, keine sexuelle Belästigung vorhanden, weil es eine legitimierte Form des sexuellen Zwangs darstellt. Man könnte annehmen, dass zur guten alten Schule gehört, dass der Mann alleine, also mutig handeln soll, aber etwa eine längere Zugfahrt als Frau während der Bundesliga-Partien durch das Ruhrgebiet beweist schon das Gegenteil, nämlich, dass man es da schon nicht mehr so ernst nimmt, wenn die Männer nämlich weiße Deutsche sind. Denn diese handeln vermeintlich nicht aus ethnischer Homogenität oder irgendeiner Kultur heraus, sondern aus der unmarkierten allgemeinen Position. Zum guten Stil scheint mir also eigentlich zu gehören, dass man weiß ist. Heute ist in der Zeit ein länger, sehr, sehr lebenswerter Artikel erschienen von einer Zeitautorin, die im Mai Zug gefahren ist. Also genau das Szenario. Und zwar mit sehr, sehr vielen Fußballfans in ihrem Zug. Sie ist dann von Männern angegriffen worden. Sie ist geflohen in ein anderes Abteil. Dort ist sie wieder von Männern angegriffen worden. Und sie ist dort also begrapscht, an allen möglichen Körperstellen begrapscht worden, sie ist festgehalten worden, sie ist mit Bier beschüttet worden, sie ist Vergewaltigung angedroht worden. Sie beschreibt das sehr, sehr, also mit Worten, wie man sie eigentlich aus der Kölner Silvesternacht kennt. Der Text ist heute erschienen, sie hat dann einen Anzeiger gestellt und hat einen Monat später einen Brief bekommen von der Bundespolizei, für Züge ist ja die Bundespolizei zuständig, wo sie dann eingeladen wird, doch Anzeige zu erstatten wegen Paragraf 185 StGB. Das ist Beleidigung. Das heißt, genau die Vorgänge, die diese Frau im Mai im Zug erlebt hat, werden von der Bundespolizei nicht als Sexualdelikt eingestuft. Also da sind Männer, die haben sich an ihre Hüfte geschmissen und sie festgehalten, sie auf den Schoß von Männern gezogen. All diese Dinge, die sind da passiert. Die Bundespolizei schätzt das im Mai 2016, also nach Köln, als Beleidigung ein. Und es gibt halt diesen Passus der Beleidigung auf sexueller Grundlage, den gibt es im StGB gar nicht, der ist halt eine reine Erfindung. Ich würde also unterstellen, dass im medialen Ereignis der Kölner Silvesternacht insbesondere diese Projektion stattgefunden hat. Dass alltägliche sexuelle Unzustände der Mehrheitsgesellschaft, die ja von Feministinnen thematisiert werden, verschleiert worden sind, während der maghrebinische Mann zum prototypischen Lusttäter erklärt worden ist, der sich an den als weiß imaginierten Frauen vergreift. Was bei dieser Projektion zwischen zwei Männergruppen genau passiert, darauf werde ich später noch eingehen. Dass es im Diskurs darum ging, den maghrebinischen Mann ins Feld des fundamental anderen und Verworfenen zu verbannen, dafür spricht auch die Tatsache, dass Polizei und Journalistinnen trotz der evidenten Nichtexistenz entsprechender Paragraphen eine Strafbarkeit des Verhaltens der Täter herbeifantasiert und dazu teilweise die absurdesten juristischen Begrifflichkeiten erfunden haben. Das lohnt sich sicher nochmal genauer anzusehen. Ich würde hier vorsichtig wirklich von einer Art nationalen Psychose sprechen, weil keines der Gerichtsurteile die Deutschen in ihrer Überzeugung stören konnte und kann, dass das, was diese Schwachköpfe da gemacht haben, doch strafbar sein musste. Jetzt wird gerade das großartige Kunststück vollbracht in dieser Gesellschaft. Es wird ein Straftatbestand Grabschen eingeführt. Wenn man einen Straftatbestand Grabschen einführt, dann tut man das natürlich offensichtlich unter der Bedingung, dass Grabschen vorher kein Straftatbestand war. Und trotzdem glauben die Leute weiterhin, dass das, was in der Kölner Silvesternacht passiert ist, Grabschen, strafbar gewesen ist. Also ne, merkt ihr, wie irre das ist eigentlich. Das finde ich halt sehr, sehr interessant. Also das ist tatsächlich ein Kunststück, das muss man erstmal machen können. Der absolute Großteil der sexuellen Übergriffe und Vergewaltigungen geschieht im Nahfeld der Betroffenen, meist durch den eigenen Partner. Das kann man einfach empirisch zeigen. Das in den Köpfen spukende Bild vom schwarzen Mann, der aus dem Gebüsch springt, wurde, wie mir scheint, in der Kölner Silvesternacht ergänzt durch das Bild des maghrebinischen Täters aus der Gruppe der Frauen abfängt.
Gemein ist bei den Bildern aber, dass sie zu Mythen geronnen, faktisch den Raum der meisten Täter von Sexualdelikten, wie gesagt im Nahfeld, ausbauen und vergrößern, weil es Betroffenen in ihrer sowieso schon schwierigen psychischen Situation noch einmal erschwert, das Erlittene überhaupt einem Bild zuordnen und benennen zu können, ohne in Rechtfertigungsdruck vor sich selbst und anderen zu geraten. Die durchschnittliche sexuelle Belästigung, so ist das, was in Köln passiert ist, ja in den Zeitungen zumeist benannt worden, läuft dann eben nicht wie im tradierten Bild ab und Betroffene werden erneut in ihrer Situation alleingelassen, weil man etwa im schlüpfrigen Kommentar des Chefs in seinem Büro die Szenen vor dem Kölner Hauptbahnhof nicht wiedererkennen kann. Und es überdies doch für eine infame Unterstellung hält, der nette, verantwortungsvolle, weiße Abteilungsleiter sei wie diese Schweine aus der Silvesternacht. Dass das Schweine waren, da müssen wir uns, glaube ich, nicht drüber streiten. Im Grunde war die Kölner Debatte damit, das wäre hier meine These, eine fiktive, zwischen unterschiedlich positionierten Männern über die richtige und falsche Art und Weise, Frauen zu der Sexualität zu drängen oder zu zwingen, die sie ihnen schulden. Eine Unterhaltung, in der zum Prüfstein der Integrierbarkeit wurde, diesen Zwang nur ausreichend verfeinert oder eben an die Männlichkeitserfordernisse der Mehrheit angepasst auszuagieren. Das heißt zum Beispiel hinter dem Türsteher und nicht vor dem Türsteher, wo die schwarzhaarigen Männer stehen, weil sie nicht hereinkommen. Auf den Aspekt dieser Auseinandersetzung zwischen Männern komme ich gleich noch und werde sie am Ende überdies weiter theoretisieren. Das bisher zu Köln Skizzierte hat allerdings eine erhebliche Schieflage, unter anderem diejenige, dass der schwarze Mann im Gebüsch ein reines Fantasieprodukt ist, während das andere Bild durchaus eine über diese Nacht hinausgehende Realität abzubilden imstande ist. Und so will ich noch darauf eingehen, dass natürlich der Islam in einem Verhältnis steht zu den Vorkommnissen, die in dieser Form für die hiesige Gesellschaft neu sind. Also das, was von den Linksliberalen im Zuge des Abwehrkampfs gegen Rassismus rundheraus geleugnet worden ist. Es hat nicht zufällig einer solchen ethnizistischen Zusammenrottung bedurft, um eine Männlichkeits- und Gruppendynamik freizusetzen, die dann keinen abgesprochenen Tatplan und keine hinter ihr stehende Organisation, wie übrigens ausgerechnet Heiko Maas vermutet hat, mehr brauchte. Das ist auch bisher nicht irgendwie, also in den Ermittlungen dazu, konnte das überhaupt nicht gezeigt werden. Es gibt keinen Plan, keine Organisation, keine kriminelle Organisation, die das irgendwie geplant hätte. Das ist eine reine Dynamik gewesen. Es gibt im Islam als kulturellem Phänomen, das sich über ein gewisses politisches Territorium erstreckt, ein sehr starkes Element der sexuellen Regulierung der Frau, gerade im öffentlichen Raum. Der Hijab, der beim Verlassen des Hauses aufgezogen werden muss und beim Eintritt in das Haus wieder abgezogen wird, ist der zum Gegenstand geronnene Ausdruck dieses Spezifikums. Er symbolisiert nicht bloß eine Zugehörigkeit, Identität oder Gottesfurcht, sondern er verschleiert ganz handfest die sexuellen Reize, den Körper der Frau, dem der Islam zürnt. Sowohl in Theorie als auch in kultureller Praxis, als auch in islamischer Ideologie. Was im Hijab geronnen ist, ist die Schuldumkehr bei sexueller Gewalt. Nicht der Angreifer trägt die Schuld, sondern die Angegriffene, weil sie den Täter provoziert, gereizt, ja heimlich die Tat vielleicht sogar gewollt hat. Sie muss den weiblichen Körper verschleiern, dem die männliche Obsession gilt, um das Gegenteil unter Beweis zu stellen. Ein Beweis, dem man ihr dann im Zweifelsfall einfach trotzdem nicht glaubt. Hier lässt sich aber ein interessanter Bogen zu Köln schlagen, nämlich zur von Oberbürgermeisterin Reka ausgegebenen, Reka oder Reka? Reka, ne? Ja, ich habe hier Reka stehen. Ausgegebenen Devise, eine Armlänge Abstand. Die Unmöglichkeit im alltäglichen Gedränge, gerade aber im Karneval, stets eine Armlänge, das war ja für den Karneval gedacht, dieser nette Spruch, stets eine Armlänge Abstand zu fremden Männern zu halten, scheint mir das darin steckende, ähnlich gelagerte Schuldumkehrbedürfnis grandios zur Kenntlichkeit zu entstellen. Sie bereitet den Boden für das Victim-Blaming von morgen. Wo diese Devise heute noch als Sorge um Frauen und Mädchen auftritt, hält sie ihnen morgen oder am Karneval vor, dass sie keine Armlänge Abstand gehalten, die Tat also womöglich selber gewollt, zumindest aber selber provoziert haben müssen. Sie wussten doch, dass sie eine Armlänge Abstand halten sollten. Warum haben sie das nicht gemacht? Bitte? Was ist eine Unterstellung? Dass die
Genau, ich behaupte nicht, dass sie das, hast du gedacht oder gesagt? Gesagt? Mir geht es nicht darum, was in Frau Henriette Rekers Bewusstsein zu diesem Zeitpunkt vonstatten gegangen ist. Mir geht es um ein kulturelles Unterbewusstsein. Na, das zur Klärung. Die männliche Sexualaggression wird ausgeblendet. Was bleibt, ist die ewig unverständliche weibliche Sexualität. Die Armlänge Abstand allerdings scheitert an sich selbst. Sie war einfach zu absurd und zu sehr aus der Zeit gefallen. Das in ihr steckende Bedürfnis der Beschuldigung von Frauen und damit der Auslöschung einer brutalen sexuellen Realität aber war ein echtes. Wie gesagt, ich rede von einem Bedürfnis, nicht von einem Bewusstsein. Das alles soll aber keineswegs heißen, dass zwischen dieser europäischen Rape Culture und der islamischen kein Unterschied besteht. Ganz im Gegenteil sind die Unterschiede signifikant. Gemessen am Anspruch, dass jeder Mensch leben können sollte, ohne von Gewalt bedroht und betroffen zu sein, also gemessen am eingangs genannten Maßstab einer befreiten Gesellschaft und eines befreiten Individuums, erscheinen die Unterschiede noch als Graustufen. Die Armlänge Abstand, der berühmte zu kurze Rock und das Hijab sind daher bloß verschiedene Varianten einer same old story des erdumspannenden Patriarchats, dessen Interesse unterm Strich in nichts anderem besteht, als in den jeweiligen Ansprüchen von Gesellschaft und ihrem Produktionsprozess, den Anforderungen von Familie, Staat, Lohnarbeit, Kapitalakkumulation und so weiter, genügenden bzw. eben nicht so stark widersprechenden Kontrolle über den weiblichen Körper und seine Sexualität. Ich habe eingangs die banale Frage genannt, warum es Männer sind und nicht vielmehr alle Menschen, die solche Dinge wie etwa Vergewaltigung tun, freilich nicht nur Männer. Selbst wenn also vaginistische Männer, fantasieren wir mal, dreimal so häufig wie weiße Europäische sexuell übergriffig würden, in welchem Verhältnis stimmt dieser Faktor 3 zu dem Faktor näherungsweise 100, den man erhält, rechnet man das Verhältnis von Männern zu Frauen an den Sexualdelikten im Hellfeld aus. Die Diskussion um den Islam, seine Sexualmoral und vor allem das strukturell angelegte, fundamentale Scheitern, dieses immer wieder Scheitern dieser Sexualmoral muss geführt werden, keine Frage. Nach Köln ist von muslimischen und auch in anderen Situationen von Vertretern verschiedener muslimischer Gemeinden und Strömungen immer wieder darauf hingewiesen worden, ja, seid ihr denn verrückt? Bei uns im Islam ist das doch auch verboten, das ist doch kein Ausdruck vom Islam. Aber das ist genau nicht der Punkt. Es geht nicht darum, was verboten ist. Es geht nicht darum, was die Moral, die deutsche Moral, die islamische Moral, die christliche Moral gebietet zu tun. Es geht mir um das Scheitern, das strukturell angelegte Scheitern dieser Moral oder das Unverständnis, dass diese Moral gegenüber solchen Dingen wie Sexualität und Trieb hat. Dieses immer wieder Scheitern dieser Sexualmoral muss geführt werden, keine Frage. Nicht zuletzt, weil es gilt, Frauen aus muslimischen oder ex-muslimischen kulturellen Zusammenhängen zumindest das Minimum an bürgerlichen Freiheiten zu erkämpfen, sie mit ihnen zu erstreiten, die in Westeuropa historisch erstritten worden sind. Wenn in der Debatte nach Köln dieser Faktor 3 zu dem Problem gemacht wird, also der Faktor, der das Verhältnis zwischen maghrebinischen Männern und weißen europäischen Männern beschreibt, wenn das zu dem Problem gemacht wird, scheint sich mir allerdings daran ein Bedürfnis danach auszudrücken, den anderen Faktor, das Missverhältnis zwischen den Geschlechtern nämlich, gerade nicht zum Thema zu machen. Der europäische Mann, kulturell unter Druck, lenkt die Thematisierung seiner Dominanz über das weibliche Geschlecht um auf die Thematisierung der Dominanz, die der irgendwie islamische Mann über es ausübt. Das, was an sich selber erahnt, aber nicht eingestanden, anerkannt werden kann, wird auf ein Gegenüber projiziert, an dem es projektiv bekämpft, im eigenen darum aber bewahrt bleiben kann. Zuletzt ein kleiner Anhang. In der Kölner Silvesternacht auch eine Rolle gespielt haben dürfte das, was man mit Raven Connell marginalisierte Männlichkeit nennt. Dabei rächen sich im Grunde die Verlierer männlicher Rangstreitigkeiten, indem sie mit ihrer Ultramaskulinität hegemoniale Männlichkeiten und ihnen sozial überlegene Frauen bedrohen und sie sexuell demütigen, also vermehrt sexualisierte Gewalt gegen sie einsetzen, um sie auf den Platz zu verweisen, der ihnen ihrer Meinung nach einzig und allein zusteht, unter ihnen. Ich komme später darauf zurück.
Auf den Fall Julian Assange gehe ich auch im Hinblick auf die Zeit nur ganz am Rande ein. Eine kleine Inhaltswarnung vorweg, ich werde hier etwas detaillierter als bisher Handlungen von sexueller Gewalt beschreiben, aber mich wirklich nicht im Detail versenken. Mir geht es hier vorwiegend um das Spannungsfeld, das sich in diesem bis heute andauernden medialen Ereignis aufzieht bzw. aufgezogen wurde, zwischen den Vorwürfen gegen Assange und der Tatsache, dass Assange mit seinen Veröffentlichungen die Weltmacht USA aufs Äußerste herausgefordert hat. Was man davon hält, steht freilich auf einem anderen Blatt und soll hier nicht diskutiert werden. Aber dass er das getan hat, dann müssen wir, glaube ich, nicht darüber streiten. Was ein Eindringen in eine schlafende Person ist, muss an dieser Stelle wohl nicht diskutiert werden. Ich zitiere einmal vom Blog Alles Schall und Rauch, der Name ist Programm. Eintrag vom 21. August 2010, also unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorwürfe. Zitat. Julian Assange schreibt auf Twitter, wir wurden gewarnt, schmutzige Tricks zu erwarten. Jetzt haben wir den ersten. Dann sagte er weiter, diese Beschuldigungen sind ohne Basis und hier auftauchen ist im Moment sehr beunruhigend. Zitat geht weiter. Machthaber gehen immer in drei Schritten vor, um unliebsame Personen zu Schweigen zu bringen. Zuerst versucht man, sie mit Geld zu kaufen. Das funktioniert meistens. Wenn die Bestechung nicht gelingt, dann wird die Person verleumdet und mit Dreck beworfen. Antisemitismus, Kinderporno oder Vergewaltigung funktionieren dabei bestens. Und wenn die Person das auch überlebt, dann passiert ein Unfall oder man wird selbst ermordet. Gegen Julian läuft gerade der zweite Schritt ab. Zitat Ende. Ich bringe das Zitat, weil ich das für beispielhaft halte, für bestimmte Fantasien, um die es mir gerade geht. Vor kurzem hat eine Arbeitsgruppe des UN-Menschenrechtsrates erklärt, 2 Monate müsste das her sein, nee, 3, Assange befinde sich in einer illegalen Haft, die von den beteiligten Staaten sofort aufgelöst werden müsse. Wohlgemerkt, weil Assange sich einem internationalen Haftbefehl entzieht. Der artikulierten Forderung an die beteiligten Rechtsstaaten, Rechtsstaaten zu sein, also eine illegale Inhaftierung zu beenden, können diese ironischerweise nur unter Aufgabe ihrer Rechtsstaatlichkeit nachkommen, indem sie nämlich eine Strafsache gegen Julian Assange wegen diverser Sexualdelikte nicht nachgehen, die juristische Verfolgung also aufgrund eines politischen Willens einfach aussetzen. Das ist übrigens nicht ganz zufällig derselbe UN-Menschenrechtsrat, der sich so obsessiv mit dem jüdischen Staat Israel beschäftigt, dass er diesen in den letzten 10 Jahren öfter offiziell verurteilt hat als alle anderen Staaten dieser Erde zusammen und dessen parallele Organisation, die Frauenrechtskommission, in seiner Sitzung von 2015 genau einen Staat für die Verletzung von Frauenrechten verurteilt hat. Im Dezember 2010 hatte der Guardian einen längeren Artikel über den Fall Assange veröffentlicht. Achso, ja. Nachdem er die Akten bei der Polizei einsehen konnte. Auch hier scheint mir wieder das Problem zu sein, dass die gesellschaftliche Realität, wie die Brechung der sexuellen Selbstbestimmung von Frauen abläuft, nicht in das geprägte Bild einer Vergewaltigung passt. Dieses Bild oder dieser Mythos nicht nur der Öffentlichkeit, sondern auch den Betroffenen die Chance nimmt, das Erlittene sinnvoll zu benennen und einzuordnen und dass in der Konsequenz Betroffene sich dann dafür rechtfertigen müssen, sie würden dem Täter den in diesem Mythos enthaltenen Sachverhalt unterstellen, obwohl sie das gar nicht getan haben bzw. juristisch dazu genötigt sind, das zu tun. Wieder ein aktuelles Beispiel, Gina-Lisa Lofink hat, ich weiß nicht, wo es geschrieben wurde, hat zu ihrer Vernehmung gesagt, was sie bei der Vernehmung gesagt hat. Da sagte sie, ich muss jetzt aus dem Kopf zitieren, das ging ja um K.O.-Tropfen, und dann sagte sie ja, ja, Vergewaltigung ist so ein komisches Wort, wie nennt man das, wenn jemand gegen deinen Willen oder ohne deinen Willen mit dir Sex hat? Das als Zitat zu dieser These. So dreht sich dann bei fast jedem Versuch, einen Angriff oder eine Integritätsverletzung gegenüber Dritten oder juristisch zu thematisieren, der Rechtfertigungsdruck gegen die Betroffene und nicht gegen die Täter. Die Süddeutsche Zeitung schrieb am 8.12.2010 zu Assange, sie, die Frauen, wehrten sich anfangs noch in der Presse gegen Assanges Andeutung, sie seien so etwas wie Sexagentinnen der USA. Es gehe einzig und allein, das ist ein Zitat einer der Frauen, einzig und allein um einen Mann mit einem verschrobenen Frauenbild, der kein Nein akzeptieren kann, Zitat Ende, sagte einer der beiden noch im August einer Zeitung.
Doch gegen die Verschwörungstheorien halfen solche Erklärungen wenig. In den vergangenen Wochen sahen sich die Frauen im Internet einer regelrechten Diffamierungskampagne ausgesetzt. Zitat Ende. Süddeutsche Zeitung 2010. In beiden Fällen ging es darum, dass Assange ohne Kondom Sex haben wollte, was beide Frauen verneinten, weswegen nach diversen Versuchen, Druck und Zwang einzusetzen, das ist im Einzelfall dokumentiert, darum geht es mir jetzt hier nicht, doch ein Kondom verwendet worden ist. Im zweiten Fall ist die Betroffene dann später davon aufgewacht, dass Assange penetrativen Geschlechtsverkehr an ihr vollzog, und zwar ohne Kondom, mit dem Effekt, dass, das wollte ich jetzt nicht so betonen, aber mit dem Effekt, dass in der Folge immer wieder die von der Frau ausgehenden sexuellen Initiativen gegenüber Assange betont worden sind in der Zeitung, in der Presse, womit im Grunde ein Bild gezeichnet wurde, dass Männern jede sexuelle Handlung gegenüber Frauen selbst ausdrücklich verneinte, zugestand, wenn die Frau nur prinzipiell einem sexuellen Kontakt in der Vergangenheit zugestimmt hatte. Spiegel Online dazu am 19.12.2010, Zitat, am nächsten Morgen, so berichtete W. der Zeitung zufolge der Polizei, sei sie nach dem gemeinsamen Frühstück wieder eingeschlafen und aufgewacht, als Assange ungeschützten Sex mit ihr ausgeführt habe. Dabei handelt es sich nach Auffassung der Staatsanwaltschaft um Vergewaltigung. Assange und seine Anwälte haben laut dem Guardian-Bericht immer wieder betont, dass von Fräulein W. die Initiative ausgegangen sei, den WikiLeaks-Gründer zu kontaktieren und dass sie es gewesen sei, die schon im Kino sexuelle Handlungen initiiert habe. Zudem habe sie zu keinem Zeitpunkt angedeutet, keinen Sex mit ihm zu wollen. Zitat Ende. Auch ein guter Satz. Da kommt, glaube ich, dieses Nein heißt Nein fast schon irgendwie zu sich. Also muss ich irgendwie durch die Stadt laufen. Nein ruft die ganze Zeit, damit Leute verstehen, dass ich zu keinem Zeitpunkt angedeutet habe, keinen Sex mit den Leuten. Aus der Tatsache, dass Assange die Schlafenheit der Betroffenen ausgenutzt hat, um seinen verneinten sexuellen Wunsch gegen sie und ihre körperliche Gesundheit und natürlich die Gefahr einer Schwangerschaft, ja, durchzusetzen, wurde so der Vorwurf an die Betroffene, eine erhebliche inkonsensuelle sexuelle Handlung angezeigt zu haben, die gar nicht inkonsensuell gewesen sei, weil sie ja dem Sexualkontakt prinzipiell zugestimmt hatte. Weil sie, Zitat, zu keinem Zeitpunkt angedeutet, Zitat Ende, habe, keinen Sex zu wollen, soll also die Verwendung ihres Körpers im Schlaf zu einem solchen Zweck kein sexueller Übergriff gewesen sein. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. In der Vorstellung dieser Menschen, also die sowas glauben, ist eine Frau, deren Bejahung eines Sexualkontaktes sich daraus beziehen kann, dass sie währenddessen schläft, diesen also gar nicht mitbekommt, also im Grunde überhaupt keine eigene Sexualität in diesen Sexualkontakt mit einbringt, geschweige denn ein eigenes Bedürfnis damit irgendwie befriedigen will, also nur als Gegenstand, als Körper zu dienen. Diese Vorstellung scheint diesen Menschen realistischer zu sein als die Tatsache, dass hier ein uneinvernehmlicher penetrativer Geschlechtsverkehr stattgefunden hat, der auf der vorübergehenden Ausschaltung des Subjekts am Frauenkörper basierte und der dementsprechend juristisch zu ahnden wäre. Ob man das jetzt Vergewaltigung nennt, ob die Betroffene das Vergewaltigung nennt, ob das als Vergewaltigung gehandhabt werden muss oder so, das, ne, juristisch gesehen, wie man das genau nennt, das ist eine ganz andere Geschichte. Und wie gesagt, dieses Wort Vergewaltigung halte ich eher für ein Problem als für eine Lösung der Frage, wie man sexuelle Gewalt in Einzelfällen genau beschreibt. Aber dass es juristisch zu ahnden wäre, unter welchem Begriff auch immer, das wäre doch zumindest meine Forderung. Und wird in Schweden auch so geahndet. Ich werde jetzt ein, genau, Schweden. Ich werde jetzt einen Bogen zum Antisemitismus schlagen und dabei einige diesen Sprung vermittelnde Überlegungen nur andeuten, weil ich unterstelle, dass diese hier weitestgehend bekannt sein dürften. Der Guardian schreibt, Zitat, the two Swedish women behind the charges have been accused of his supporters of making malicious complaints or being honey traps in a wider conspiracy to discredit him. Und Assange's UK lawyer, Mark Stevens, attributed the allegations to dark forces, saying, the honey trap has been sprung.
After what we've seen so far, you can reasonably conclude this is part of a greater plan. Zitat Ende, so der Rechtsanwalt des Herrn Julian Assange. Wie wir alle wissen, hat der Antisemitismus herzlich wenig mit realen Jüdinnen zu tun. Er kommt auch ohne ihre Anwesenheit aus, weil er vielmehr ein dem Subjekt aufgrund seiner spezifischen Situation entsprechendes Bedürfnis ist. Und darum geht es mir jetzt. Es geht mir jetzt nicht um Juden und Jüdinnen, es geht mir nicht um Hass auf Juden und Jüdinnen als Juden und Jüdinnen, sondern es geht mir um das Subjekt und seine Bedürfnisse und das kulturell Unterbewusste. Genannt seien solche Schlagworte wie der bei Marx entworfene Fetischcharakter der Ware, wonach Jüdinnen mit der unkontrollierbaren, ja unheimlichen Wertsphäre identifiziert werden, die dem greifbaren Konkreten des Gebrauchswertes gegenübersteht und seine ökonomische Zirkulation wie von Geisterhand reguliert. Dass sich Jüdinnen mit ihrem Geld in Hinterzimmern verschanzen und das böse Finanzkapital gegen das gute, schaffende, nationale Kapital einsetzen, gegen die Welt verschworen sind, die politischen Mächte steuern und weiter, dass ihnen ein eigenartiges Verhältnis zum Sexuellen innewohnt und sie arische Frauen verführen oder schänden und so weiter. Auf dieser Seite nach dem Bedürfnis des Subjekts hin teilen sich Antisemitismus und Anti-Amerikanismus wesentliche Züge und die Übersetzbarkeit des einen in das andere klingt im genannten Zitat von Schall und Rauch schon an, wenn dort prophylaktisch der Antisemitismusvorwurf gegen jemanden vorweggenommen wird, weil er sich gegen die imperialistischen Allüren der Supermacht USA engagiert. Mir ist jetzt nicht bekannt, ob Julian Assange irgendwann was zu Israel gesagt hat oder so, aber der Mann wird ins Gefängnis gebracht und seine Unterstützer sehen schon den Antisemitismusvorwurf am Himmel. Antisemitismus und Anti-Amerikanismus liegen nicht nur empirisch zufällig hinsichtlich der sie hegenden Subjekte nah beieinander. Sie eint ein Weltbild, in der gesellschaftliche Verhältnisse nicht über ihre inhärenten Sachzwänge vermittelt sind, sondern immer nur Produkt einer verschworenen Herrscherinnen-Clique sein können, die es personal zu bekämpfen gilt. Sie teilen sich auch eine dichotome Aufteilung der Welt in Gut und Böse und können dann in den Unterdrückten, seien sie nun eine Klasse oder ein eigentlich freies Volk, niemals so etwas wie eine Verwicklung oder den sich durch sie hindurch hinter ihrem Rücken und Bewusstsein vollziehenden Zwang erkennen, sondern stets nur die zur Kooperation gegen ihren Willen und gegen ihr Bewusstsein gezwungene Sklavin, deren revolutionäres Potenzial dann stets vorhanden, aber eben immer unterdrückt und manipuliert ist und im Zweifelsfall dann eben liquidiert wird. Einige Worte zur Psychologie der Bedürfnisse des Anti-Amerikanismus und des Antisemitismus. Das bürgerliche Subjekt muss sich den Markterfordernissen anpassen, die aber nicht auf die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse hin ausgerichtet sind, sondern auf den sich im Kapital selbstverwertenden Wert mit seiner inhärenten Krisenhaftigkeit, etwa in den immer wieder auftauchenden Überproduktionen. Glück und Untergang des marktteilnehmenden Individuums entziehen sich seiner Verfügungsgewalt. Und auch die entschlossenste Selbstregulierung und Rationalisierung, also das, was wir irgendwie ständig tun, um in dieser Gesellschaft in Lohn und Brot zu bleiben, und das auch perspektivisch bleiben zu können, bietet keine Garantie, nicht von der nächsten Wirtschaftskrise, der nächsten Absatzschwäche des eigenen Unternehmens, sinkenden Preisen auf dem Ölmarkt, der besseren Konkurrenz und so weiter in der ökonomischen Existenz bedroht zu werden. Der permanenten Krise auf der objektiven Sphäre der Produktion steht die ständige Krise des Individuums gegenüber, die seine ebenso permanente Mobilisierung erfordert, wenn es in der Konkurrenz nicht untergehen will. Trotzdem bleiben die Unwägbarkeiten des Marktes immer eine Zumutung des Einzelnen, der sich ja selbst narzisstisch besetzen will und muss, aber mit seiner Fehlbarkeit bedroht bleibt. Also um irgendwie klarzukommen, muss ich mich ja irgendwie selber gerne mögen. Ja? Aber von klein auf, seit der Schule, sind wir eigentlich ständig mit unserem Scheitern konfrontiert. Und das ist natürlich nicht nur in der Schule so, sondern das ist, wenn wir auf den ökonomischen Spielplatz entlassen werden, dann natürlich erst recht so. Da geht es dann nicht mehr nur um Noten, sondern da geht es um die Frage, ob ich meine Miete bezahlen kann. Es sucht sich weitere Anker, die seine Sturmfestigkeit erhöhen sollen. Neben der Familie, in der Reproduktionstätigkeiten, Dienstleistungen und Waren gewissermaßen außerhalb der Logik des Wertes zirkulieren und in der die Liebe niemals zerbricht, stehen weitere Kollektive zur Verfügung, in denen als Exklave
innerhalb der sie umgebenden, über den Wert vermittelten Sphären des Lebens, zum Beispiel Sicherheiten oder Anrecht, ausgesprochen werden. Ideologisch und kulturell vermittelt soll hier zum Beispiel das Individuum qua seiner Zugehörigkeit zu Volk und Nation Bevorzugung erfahren. Geschlecht, Rasse in Anführungszeichen, Religion und so weiter sind weitere Kollektive, die über Identitäten kulturelle Verhältnisse regulieren, in denen sich Individuen Vorteile gegen andere Individuen geltend machen. Also, weiß ich nicht, deutsches Geld zuerst für Deutsche, deutsche Arbeitsplätze für Deutsche oder solche Sachen sind damit gemeint. Da versucht dann halt das Individuum zu sagen, auch wenn ich ein Versager bin, ich bin doch immer noch ein Deutscher und deswegen sollte mir doch der Arbeitsplatz zustehen und nicht dem Herren Albaner oder so. Was eine total marktfremde Logik ist, aber die gibt es gleichzeitig neben und in dem Markt. Sie erfordern vom Individuum aber auch die Unterwerfung unter ihre jeweiligen Autoritäten, von denen Schutzversprechen, aber auch eine Bedrohung stets zugleich ausgehen. Familie und Religion verlangen die Kontrolle über die libidinösen Impulse und versagen ihre unmittelbare Befriedigung. Mit der Selbstinstrumentalisierung zur Aufbereitbarkeit der eigenen wahren Arbeitskraft gehen auch kulturell-ideologische Anpassungsleistungen einher, unter ihnen nicht zuletzt die Erhebung der individuellen Triebkontrolle zur kollektiven Sexualmoral. Ein anständiger Deutscher sein, ein frommer Muslim, eine gesunde Sexualität haben, gebärfreudig sein, konstruktiver Teil des Teams im Unternehmen, Aufopferungsbereitschaft, Pünktlichkeit und so weiter. Also Anforderungen, die das Individuum niemals zur Gänze erfüllen kann und wegen derer es stets prekär bleibt, stets aufs Neue am Gestus der Unterwerfung partizipieren muss. Seine dem widersprechenden Persönlichkeitsanteile, libidinösen Bedürfnisse, egoistischen Impulse, aufkommenden Zweifel hat es zu unterwerfen. Also keine Ahnung, ich möchte morgens im Bett bleiben, kein Bock auf Arbeit, aber wenn ich irgendwie klarkommen will in dieser Gesellschaft, muss ich mit diesem Bedürfnis, das im Bett bleiben zu wollen, ich muss lernen, damit umzugehen und ich muss lernen, dem nicht nachzugehen. Weil das nie restlos möglich ist, muss der widerständige Rest negiert werden, vornehmlich über Verleugnung und Projektion. Hier kommen die inneren und äußeren Feinde des Kollektivs ins Spiel, die seine Wohlfahrt beständig bedrohen und unterlaufen. Arbeitsscheue Sinti und Roma, den Zins abzwackende und von ihm ohne Arbeit lebende Jüdin, das Gebären verweigernde Lesben oder die angemessene Erziehung verweigernde asoziale Frauen, homosexuelle Männer, die das Bild des harten soldatischen Männlichkeit gefährden und Orientierung bietende Geschlechternormen unterlaufen und so weiter. Was mir in diesen in der ideologiekritischen Linken viel zitierten, hier kurz paraphrasierten Antisemitismus-Theorien tendenziell zu kurz zu kommen scheint, ist die körperliche und gewissermaßen tatsächlich rassistische Dimension des Antisemitismus neben derjenigen, in der die jüdische Verschwörerin im Hinterzimmer hinsichtlich der finanziellen und machtpolitischen Strippen, die sie angeblich zieht, ins Visier gerät. Einer Fantasie also, in der unverstandene gesellschaftliche Entwicklungen und Zusammenhänge durch ein ideologisches Substitut überbrückt werden, dessen Körperlichkeit keine Rolle spielt. Ganz kurz zur Erläuterung, es wird an verschiedenen Stellen immer wieder völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass Antisemitismus kein Rassismus ist. Das will ich nicht immer so weit ausführen, aber zum Beispiel ein ganz prägnantes Beispiel ist einfach, die Rassistin geht von ihrer rassischen Überlegenheit gegenüber anderen Rassen aus. Und die Antisemitin, die fürchtet ihre Unterlegenheit. Und das ist ein fundamentaler Unterschied. Der Antisemitismus der bürgerlichen Epoche bis hinein in den NS hingegen war besessen vom Körper der Jüdin und betrieb seine naturwissenschaftliche Vermessung, um den Beweis seiner Minderwertigkeit anzutreten. Also ich will jetzt ein bisschen dafür plädieren, diese Unterscheidung zwischen Antisemitismus und Rassismus ist wichtig, aber es gibt auch einen genuin rassistischen Anteil im Antisemitismus und den sollten wir uns auch ansehen. Also eigentlich ist Rassismus ja auch ein Begriff, der völlig falsch ist, ne? Weil es ja definitiv keine Rassen gibt. Ja. Wie würdest du das dann? Wie würdest du es denn? Also du darfst ja dringend da auf der anderen Seite, ne? Das geht ja immer weiter. Ich stimme dir dazu, ich sehe in dem Begriff auch sozusagen so eine
Verhärtung oder so eine, ja, man wiederholt ja sozusagen gewissermaßen den Gedanken, dass es Rassen gibt, wenn man von Rassismus spricht. Ich kenne da ganz unsägliche Gegenvorschläge, die eher aus dem Bedürfnis kommen, das ganze Problem kleinzureden. Ich habe keinen besseren Vorschlag. So, und vielleicht bin ich auch nicht diejenige Person, die den vorschlagen sollte. Weiß ich nicht. Ja, also es gibt halt dieses Phänomen, das mache ich hier ja gerade auch. Immer wenn ich das Wort Rasse benutze, dann sage ich immer Rasse in Anführungszeichen und mache hier den hier. Es ist ein Problem und ich habe keine Lösung dafür. Der Antisemitismus der bürgerlichen Epoche bis hinein in den NS hingegen war besessen vom Körper der Jüdin und betrieb seine naturwissenschaftliche Vermessung, um den Beweis seiner Minderwertigkeit anzutreten. Auch hier ging es um die Fragen von Identität und Grenzziehung, gerade gegenüber den Jüdinnen, die ja in einer Phase der Assimilierung drohten, als Unmarkierte eben diese Grenze zu zerstören und sich in den Genpool der arischen Rasse einzubringen. In der kompletten Genozidforschung wird immer wieder darauf hingewiesen, dass Genozide tendenziell dann passieren, wenn sozusagen diese Assimilierung stattfindet und wenn sozusagen die Minderheit droht, unter dem Radar der Mehrheit zu verschwinden, wie sie sich anpasst. Motive wie die soldatische Männlichkeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren entsprechend immer auf ihr anderes im Außen angewiesen, etwa auf den feigen, sich der Front entziehenden, körperlich degenerierten Juden, der zur Wehrhaftigkeit und damit zur soldatischen Männlichkeit eben nicht taugte. In Wirklichkeit stand aber in Deutschland das gesamte männliche Geschlecht in einer erheblichen Krise, hatte es doch den Sieg im Ersten Weltkrieg nicht erringen können und war nun geschlagen und gedemütigt. Die Fantasie über den schwachen Juden entspricht hier der nicht vollzogenen Akzeptanz der eigenen Niederlage. Sie muss projektiv am Gegenüber bekämpft und am Ich in einem Kult der Stärke übertüncht werden. Das ist eine Postkarte, ich habe es vergessen, wo genau, ich meine 1921, ein Postkartenmotiv, das im Deutschen, in der Weimarer Republik, im Deutschen Reich, ja, ich weiß jetzt die Auflage nicht oder so, mir geht es um die Fantasie, die hier zum Ausdruck kommt. Nee, das ist eine Postkarte. Also, das ist dann reihenweise als Postkarte gekauft worden und dann hinten stand dann drauf, lieber Franz, ich bin im Urlaub oder so. Und es ist auch total schön und sonnig hier und vorne ist übrigens ein männlicher Jude mit Brüsten, der den Frontsoldaten erdolcht. Liebe Grüße oder so. Die Fantasie über den schwachen Juden entspricht jeder nicht vollzogenen Akzeptanz der eigenen Niederlage. Sie muss projektiv am Gegenüber bekämpft und am Ich in einem Kult der Stärke übertüncht werden. Die Arbeitsgemeinschaft Genderkiller schreibt in ihrem Sammelband Antisemitismus und Geschlecht, Zitat, im Gegensatz zur Stärke, geordneten Schönheit, klaren Willenskraft und Omnipotenz wurde er, der Jude, als hässlich, zu dick oder zu dünn, impotent und doch zugleich sexuell gierig, unmännlich und sogar weibisch gezeichnet. Stattdessen schien er mehr Gemeinsamkeiten mit der Frau aufzuweisen, also der männliche Jude, die ihr zugeschriebenen Schwächlichkeiten und Krankheiten zu teilen. Zitat Ende. Historisch haben sich der moderne Antisemitismus und der Antifeminismus parallel entwickelt und es gibt darin ideologische Überschneidungen, 19. Jahrhundert, und es gibt darin ideologische Überschneidungen oder Wechselseitigkeiten, die nicht nur durch eine zufällige Gleichzeitigkeit der Emanzipation und Assimilation von Jüdinnen und Frauen, denken wir bei letzterem an Frauen in Hosen mit Wahlrecht, erklärt werden können. Vielmehr entspringen sie ähnlichen Bedürfnissen auf Seiten des männlichen Subjekts, das über seine gesellschaftliche Vormachtstellung diesen quasi privaten Bedürfnissen und psychischen Mechanismen den Schein gesellschaftlicher Allgemeinheit verleihen konnte und das bis heute kann. Dem entspricht die Besessenheit, die die Mehrheitsgesellschaft in den 20er und 30er Jahren betreffend die Rassenschande aufwies
und in der die Verbindung zwischen jüdischem Mann und arischer Frau gefürchtet wurde, was zu einer bemerkenswerten Ambivalenz hinsichtlich der Frage nach der Konsensualität dieser Verbindung führte. Ähnlich wie bei der Hexenverfolgung, wo sich Frauen der Fantasie nach sexuell auf den Teufel eingelassen hatten und darin eine unheimliche, sich der politischen und familiären Kontrolle entziehende, spezifisch weibliche sexuelle Macht zum Ausdruck kam, die es dann zu vernichten galt, musste sich die männliche Projektion auf den jüdischen Verführer ja ebenfalls mit dem unheimlichen Fakt herumschlagen, dass Frauen sexuelle Verbindungen auch nach eigenem Willen oder gar mit sexueller Lust eingehen konnten. Die Rassenschande, derer sich das Paar schuldig machen konnte, wurde entsprechend auch immer wieder als Vergewaltigung am deutschen Volk oder der deutschen Gesamtmutter imaginiert, wobei in diesem Begriff der Vergewaltigung sein eigentlicher Inhalt, die inkonsensuelle Handlung eines Mannes an einer Frau, ausgelöscht war, zugunsten der Vorstellung einer zugleich gemeinsam begangenen Vergewaltigung an etwas Ideellen, ohne jedoch ganz die Fantasie aufzugeben, dass jede sexuelle Interaktion, die eine Frau eingeht, etwas mit der Überwindung ihres gegensätzlichen Willens bzw. der schändlichen individuellen Schwäche dieses widerstehenden Willens zu tun hat. Julius Streichers pornografischer Antisemitismus, der Übergriffe an Kindern bis ins Detail beschrieb und so einen relevanten Anteil an der Mordlust gegenüber Jüdinnen haben dürfte, soll in den 20er Jahren selber wegen solcher Taten ins Visier der Ermittlungsbehörden geraten sein. Unter heutigen Nazi-Aufmärschen für die Todesstrafe für Kinderschänder dürften überproportional viele verunsicherte Männlichkeiten anzutreffen sein, die sich ihrer selbst versichern wollen. Ein Beispiel ist ein lokales Beispiel, das mir da gerade einfällt, ist ein Herr Dominik Oster, NPD-Mann, ist 2010, also er hat einen Blog betrieben im Internet, auf der er Polizeimeldungen, wie im Wahn, Polizeimeldungen einfach auf seinen Blog kopiert hat und dann immer kommentiert hat nach rassistischer Lesart. Und eine absolute Passion war es ihm, also auch Sexualdelikte, insbesondere Sexualdelikte gegenüber Kindern aus dem ganzen Bundesgebiet zusammen zu kopieren und dann jeweils immer zu kommentieren. Dominik Oster ist 2010 in den Knast gewandert für mehrere Vergewaltigungsdelikte, unter anderem an ganz kleinen Kindern. Und in diesem Zusammenhang, um den ging es mir in dieser These. Er dürfte jetzt, glaube ich, vor kurzem rausgekommen sein, wenn man ihn nicht in Sicherheitsverwahrung gebracht hat. Oh, das darf man, glaube ich, nicht mehr, ne? Jüdinnen und Frauen unterstanden in der bürgerlichen Epoche nicht bloß beide der exzessiven Pathologisierung ihres Körpers. Man denke da irgendwie an die berühmte Hysterie mit der Hysterie. Ne, das ist nicht nur Frauen. Also Frauen waren nicht nur die Empfängerinnengruppe der Hysterie oder der Heilung von der Hysterie, sondern auch Juden und Jüdinnen sollten überproportional häufig also an Hysterie leiden. So die Vorstellung rund um 1900. Sie mussten auch beide zur Herstellung des die eigene Identität absichernden anderen herhalten. Einer Identität, die von einer kartesianisch körperlosen, durch Vernunft und Naturbeherrschung charakterisierten und dennoch bzw. gerade deswegen männlichen und weißen bzw. arischen Subjektvorstellungen geprägt ist, die zum Allgemeinen schlechthin taugt. Die Beschäftigung mit dem körperlichen Gebrechen von Jüdinnen und Frauen diente und dient der Vorstellung, selber als Vernunftwesen nicht oder weniger den Gesetzen körperlicher Existenz unterworfen zu sein. Der europäische Mann als, also das kann man zum Beispiel, das kann man empirisch an ganz vielen Stellen nachweisen. Zum Beispiel ein ganz banaler Fakt ist die Tatsache, dass Frauen viel häufiger zu Ärzten gehen als Männer. Oder die frühere Sterblichkeit von Männern basiert zum Beispiel unter anderem darauf, dass sie, das kann man empirisch einfach zeigen, zum Beispiel auftretende Krankheiten nicht so ernst nehmen. Sich nicht davon so bedroht fühlen. Und es gibt ganz, 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 ganz viele andere Dinge, wo man sozusagen diese Fantasie, eine unterbewusste Fantasie in der Realität zeigen kann. Der europäische Mann als Kulturwesen steht der Frau und den Jüdinnen als der niederen Sphäre der Natur zugehörige gegenüber.
wo er es ist, der mit seiner Vernunftbegabung für die höchsten Errungenschaften der europäischen Zivilisation in Überwindung der Natur, in ihrer Kontrolle gesorgt hat, drohen die Naturwesen beständig damit, den Menschen zurück auf die niederen tierischen Sphären seiner Existenz zurückzuweisen. Sie stellen eine fortlaufend drohende Demütigung des Kulturmenschen dar. Eine Stufe über der femme fatale noch dürften entsprechend die juive fatale und das jüdische Flintenweib stehen, die mit der schönen Jüdin einen kunsthistorischen Vorläufer gehabt haben. In ihr kombiniert sich das Verhängnis, das die intellektuelle, hochattraktive, feminine Frau über den Mann bringt, die Kastration und die Beschneidung seiner Potenz mit der Vorstellung, dass die Jüdin dem Volkskörper als Ganzen Schaden zufügen will, also sie Teil einer Verschwörung ist und dazu ihre Sexualität, ihren Körper einsetzt. In ihnen gehen antisemitischer und antifeministischer Diskurs in eins und es ist leicht verständlich, dass die ihnen unterstellte Feindseligkeit in Wirklichkeit die Feindseligkeit der unschuldigen Verfolgerinnen ist. Doch was historisch zusammengehen kann, kann auch unter verkehrten Vorzeichen wieder auseinandergehen. Anders Behring-Breiviks Manifest ist nur ein Beispiel, das zeigt, wie sich klassisch antisemitische Vorstellungen auf Frauen übertragen können, die sich dann den Staat und seine Institutionen unter den Nagel gerissen haben, um in einer weiblichen Verschwörung gegen das männliche Geschlecht und die freien Nationen Europas vorzugehen. Einwanderung, Geburtenverweigerung, Umerziehung der Jungs durch Genderideologie und so weiter. Der paranoide Frauenhass Breiviks, den er in seinem Manifest ausbreitet, ist jedoch in den Medien überhaupt nicht rezipiert worden. So ist es ausgerechnet Alice Schwarzers Verdienst gewesen, ich sage jetzt hier ausgerechnet, weil ich an vielen anderen Stellen extreme Probleme mit ihr habe, unter anderem ihr erster Artikel nach der Kölner Silvesternacht für mich eine rassistische Tirade darstellt. So ist es ausgerechnet Alice Schwarzers Verdienst gewesen, im deutschsprachigen Raum auf diesen Zusammenhang hinzuweisen. Also es hat einfach kein deutschsprachiges Medium hat sich irgendwie dieses Manifest angeschaut und gemerkt, ja, der redet ja über einen Großteil seiner 900 Seiten, redet ja irgendwie nicht über Einwanderer, der redet auch nicht über sozialdemokratische Jugendorganisationen, sondern der redet die ganze Zeit über Frauen. Das ist keinem aufgefallen, außer Ali Schwarzer. Klaus Teweleit legte vor kurzem mit Das Lachen der Täter, naja, letztes Jahr, eine Fortsetzung seiner berühmten Männerfantasien aus den 70er Jahren auch auf. Auch in dem Werk geht es um eben jeden Zusammenhang. Solche paranoiden Vorstellungen erreichten im Nationalsozialismus und in der Shoah den Höhepunkt ihres vernichtenden Abwehrkampfes. Erich Fromm, Sozialpsychologe der Frankfurter Schule, man muss es wirklich auch sehen, man kann das auch in der NS-Ideologie und in der Propaganda zeigen, irgendwie Abwehr. Die Nationalsozialisten, als sie Europa militärisch überrollt haben, haben sich dabei nicht irgendwie als imperialistische Aggressoren oder so wahrgenommen, sondern sie waren die Retter der Welt. Sie haben einen bevorstehenden Angriff der jüdischen Verschwörung abgewehrt und sie haben sich als dezidierte Verteidiger begriffen. Und das ist das Selbstverständnis. Und in diesem Wahn erfindet man dann irgendwie so einen Angriff von polnischen Soldaten auf einen deutschsprachigen Sender, den Sender Gleiwitz, bildet sich das dann auch selber ein und denkt, dass man aus einer Abwehrhandlung heraus handelt. Wobei das natürlich eine strategische Überlegung war. Erich Fromm, Sozialpsychologe der Frankfurter Schule, schreibt in seiner Studie zu... Sorry, noch eine Anekdote. Die Neonazis in Dortmund, die letzten 10 Jahre ungefähr, marschieren dort zum 1. September, machen die jedes Jahr einen großen Neonazi-Aufmarsch seit 2005, 2006 und zwar zum Antikriegstag. Ne, so ein linker Feiertag, der das da war, daran zu erinnern, dass es doch nie wieder Krieg geben sollte und dass Krieg schlimm ist und Krieg ist ja auch schlimm. Und dann haben sich am Anfang alle gefragt, so, was geht denn bei denen ab? Warum demonstrieren die auf dem Antikriegstag? Dabei sind die doch die Angreifer gewesen damals, 1938, 39, 37 auch schon. Aus dem Selbstverständnis der Neonazis heraus sind es keine Angriffe gewesen, das waren Abwehrhandlungen. Und das ist die Ideologie dieser Leute. Und so riefen die Neonazis auf der Demonstration dann nie wieder Krieg nach unserem Sieg.
Aber das ist vielleicht eine Witzelei, aber das meinen die ernst. Das ist keine Provo, das ist auch eine Provo, aber es ist nicht nur eine Provo. Ja. Erich Fromm, Sozialpsychologe der Frankfurter Schule, schreibt in seiner Studie zu Arbeitern und Angestellten am Vorabend des Dritten Reichs 1929, Zitat: Politische Doktrinen umfassen aber nicht nur eine Reihe von Anschauungen, sondern appellieren auch an bestimmte Emotionen und Leidenschaften, beziehungsweise an eine Charakterstruktur und an Einstellungen, in denen diese Leidenschaften und Gefühle dominieren. Man kann den Komplex von Haltungen und Persönlichkeitszügen, die der Weltanschauung einer bestimmten politischen Doktrin zugeordnet sind, ebenso beschreiben wie den entsprechenden Anschauungskomplex. Zitat Ende. In seiner Schrift von der Massenpsychologie des Faschismus hat sich Wilhelm Reich an den Versuch einer solchen Beschreibung gewagt und die verzwickte Sexualmoral derjenigen herausgestellt, auf die der Nationalsozialismus eine besondere Anziehungskraft entwickeln konnte. Mit Verweis auf Freuds Konzept des Unbewussten, auf seine Trennung von Sexualität und Fortpflanzung und auf die infantile Sexualität und auf diese reagierende Erziehung macht Reich eine spezifische Form der Sexualunterdrückung dafür verantwortlich, dass sich die Menschen mit einer solchen Lust im Kollektiv der Volksgemeinschaft und der Führerfigur unterordnen würden. Erschienen war das Werk ja 1933. Reich verweist, also ne, der 1933 schreibt ja schon sozialpsychologisch, was da abgeht. Reich verweist darauf, dass die, Zitat, die moralischen Instanzen im Menschen weit entfernt davon, überirdischer Herkunft zu sein, göttlicher Herkunft zu sein, sich aus den Erziehungsmaßnahmen der Eltern und ihrer Vertreter in frühester Kindheit ableiten. Im Kern dieser Erziehungsmaßnahmen wirken diejenigen, die sich gegen die Sexualität des Kindes richten, infantile Sexualität nach Freud, keine genitale Sexualität. Der Konflikt, der sich ursprünglich zwischen den Wünschen des Kindes und den Verboten der Eltern abspielt, setzt sich später als Konflikt zwischen Trieb und Moral innerhalb der Person fort. Die moralischen Instanzen, die selbst unbewusst sind, wirken sich beim Erwachsenen gegen die Erkenntnisse der Gesetze der Sexualität und des unbewussten Seelenlebens aus. Sie unterstützen die Sexualverdrängung. Zitat Ende, so Reich. Also ich nähere mich jetzt langsam wieder meiner Eingangsthese. Als zentralen Agenten dieser Sexualunterdrückung macht er die autoritäre Familie und die Kirche aus und präsentiert, 1933, und präsentiert eine marxisch-freudianische Theorie, in der ökonomische und sexuelle Anforderungen an das Individuum miteinander nur in Verknüpfung gedacht werden können. Die eingeübte Ängstlichkeit, Autoritätsorientierung, der Gehorsam und die Kritikunfähigkeit gegenüber den Eltern, deren Sexualtabus sich im Über-Ich des Kindes verankern und jede, Zitat, lebendig freiheitliche Regung, Zitat Ende, mit Angst besetzen und daher zu verdrängen helfen, dienen dem Ziel der, Zitat, Herstellung des an die autoritäre Ordnung angepassten, trotz Not und Erniedrigung sie duldenden Untertans, Zitat Ende. Ja, damit spielt er so auf so eine Verelendungstheorie anderer Marxisten und Marxistinnen seiner Zeit an, die immer gesagt haben, wenn die gesellschaftlichen Zustände nur schlimm genug wären, also die Leute keine Wohnung haben, sich nicht ernähren können oder so, wenn es nur richtig scheiße wird, dann steigt ihnen das zu Bewusstsein, dass es scheiße ist und dann revoltieren sie. Und hier ist sozusagen die umgekehrte Bewegung wird hier beschrieben. Also wenn nicht die materiellen Bedürfnisse nach Nahrung nicht befriedigt werden, sondern wenn es um sexuelle Bedürfnisse geht, wenn sexuelle Bedürfnisse gezielt unterdrückt sind, nicht befriedigt werden können, dann führt das halt nicht zum Aufstand, sondern zum genauen Gegenteil, zur Unterordnung. Und damit argumentiert er auch gegen diese Veredelungstheorie. Weil die sexuelle Unterdrückung nicht, wie bei der materiellen Entbehrung, im Bewusstsein gehalten wird, sondern dem Gesetz der Verdrängung unterliegt und diese mit moralischer Abwehr schützt, findet gerade nicht die von Vulgärmarxistinnen angenommene Revolte gegen die Autorität statt, sondern es entstehen Freiheitsangst und reaktionäre Gesinnung. Die libidinöse Triebenergie sucht sich Bahnen im nach außen gerichteten Sadismus gegen Objekte, die die anerkannten Autoritäten unterlaufen.
Das religiöse Empfinden in der kirchlichen Institution basiert demnach auf einer als sexuelle Regung nicht zugelassenen, libidonösen Triebenergie und wandelt sich im Faschismus als Mystik gegenüber Rasse, Gemeinschaft und Führerfigur, der nun eben diese Triebkräfte, weil sie Unbefriedigte sind, politisch zur Verfügung stehen. In die F-Skala der kritischen Theorie, mit der die Faschismusneigung eines Individuums bemessen werden sollte und die unter anderem auf den Arbeiten Reichs und Fromms fußte, also im Begriff des autoritären Charakters, geht die Sexualität direkt nur zu einem kleinen Anteil ein, und zwar in den Fantasien, die sich autoritäre Charaktere über in der Welt stattfindende perverse sexuelle Vorgänge machen. Man denke da an die einigermaßen berühmte Syphilisangst des Herrn Adolf Hitler, auch in seinen Schriften immer wieder darüber fantasierte, wie da draußen die Syphilis fleucht und kreucht. Dennoch würde ich argumentieren, dass auch die anderen Bereiche der Persönlichkeit, die in der F-Skala bemessen werden, genuin sexuelle Anteile haben. Also Konventionalismus, autoritäre Unterwürfigkeit, autoritäre Aggression, Machtdenken und Kraftmeierei, also das Denken in Kategorien der Stärke und Schwäche, Macht und Unterordnung und so weiter. Ich komme nun auf die Fragen nach männlicher Identität und Sexualität zu sprechen und beziehe mich hier hauptsächlich auf den Sozialpsychologen und Sexualwissenschaftler Rolf Pohl, beginne aber mit einem Zitat von Freud aus den 3 Abhandlungen zur Sexualtheorie, Kapitel über die Abweichungen in Bezug auf das Sexualziel, erster Abschnitt zu den anatomischen Überschreitungen. Zitat: Die Bedeutung des Moments der Sexualüberschätzung lässt sich am ehesten beim Manne studieren, dessen Liebesleben allein der Erforschung zugänglich geworden ist. Während das des Weibes zum Teil infolge der Kulturverkümmerung, zum anderen Teil durch die konventionelle Verschwiegenheit und Unaufrichtigkeit der Frauen in ein noch undurchdringlicheres Dunkel gehüllt ist. Das Weib lässt in typischen Fällen eine Sexualüberschätzung des Mannes vermissen. Zitat Ende. Sexualüberschätzung ist nach Freud das doch ein interessantes Phänomen, das beim Mann, über den Mann gesprochen, sich sexuelles Begehren, sexuelle Handlung, sexuelle Erregung gar nicht auf die primären Fortpflanzungsorgane von Frauen beziehen. Also da meint er solche Sachen wie Küssen oder sich von dem Körper im Gesamten sozusagen erregt zu fühlen. Oder dass sexuelle Handlungen, sexuelle Interaktionen mit einem Vorspiel beginnen normalerweise und es nicht darum geht, irgendwie einen Fortpflanzungsakt zu begehen. Und da ist der Mensch halt einfach das einzige Lebewesen, das diese Sexualüberschätzung hat, mit der Einschränkung irgendwie nur beim Mann. So beobachtet das zumindest Freud Anfang des 20. Jahrhunderts. Ich werde am Ende einige Hypothesen zu dieser bemerkenswerten Geschlechterdifferenz formulieren, mache aber jetzt mit Rolf Pohls Überlegungen zur männlichen Identität weiter. Pohl beschreibt das männliche Geschlecht im Patriarchat folgendermaßen, Zitat: In männlich-hegemonialen Kulturen sind die biografischen Versuche einer Realisierung der dominierenden, historisch aber wandelbaren Männlichkeitskonstrukte grundsätzlich an einer doppelten Hierarchie ausgerichtet. An einer abgestuften Binnenhierarchie innerhalb der Gruppe aller Männer zwischen dem hegemonialen Ideal und den eher marginalisierten Männlichkeitsformen sowie gleichzeitig an der demonstrativen Herausstellung von Dominanz und Überlegenheit aller Männer gegenüber allen Frauen. Zitat Ende. Pohl orientiert sich hier am Begriff der hegemonialen und der marginalisierten Männlichkeit nach Raven Connell. Ich bin auf die marginalisierte Männlichkeit am Beispiel der Täter aus der Kölner Silvesternacht bereits eingegangen. Die hegemoniale Männlichkeit, also diejenige, die es vermag, eine allgemeine gesellschaftliche Akzeptanz zu erreichen und die sich nicht in die Rüstung eines ultramaskulinen Habitus kleiden muss, weil sie sich erfolgreich an die Erfordernisse des Arbeitsmarktes angepasst hat, über ein gewisses Einkommen verfügt, Frau und Familie unterhalten kann und so weiter. Diese hegemoniale Männlichkeit scheint mir in der Kölner Debatte implizit eine typische Identitätsrangelei innerhalb des männlichen Geschlechtes ausgefochten zu haben, in der es darum ging, sich des Objektes Frau auf eine anerkannte Art und Weise, im richtigen Stil, aus der richtigen Position heraus zu bemächtigen. Die marginalisierte Männlichkeit wiederum ergeht ihr Strafbedürfnis an denjenigen Frauen aus, die ihren Körper durch den öffentlichen Raum tragen und die Männer damit sexuell tangieren, ohne jedoch für sie wirklich zur Verfügung zu stehen.
Die marginalisierte Männlichkeit lebt in einer Welt, die ihr beständig den Thron über Frau, Eigenheim, Familie, Auto und so weiter verspricht. Also wenn man sich eine Werbung anschaut zum Beispiel. Und dieses Versprechen aber täglich bricht. Weil sie weiß, dass dem Objekt Frau die Schlüsselfunktion für die Abrundung der eigenen bedrohten Identität zukommt, beziehungsweise sie weiß es gerade nicht, richtet sich ihre Wut gegen sie und nicht gegen diejenige Männlichkeit, die sie bestaunt und zu der sie aufsteigen möchte. Die marginalisierte Männlichkeit straft Frauen mit der Lust, die sie in ihr auszulösen imstande ist. Hier auch gestern, auch tatsächlich in der Zeit wieder gelesen, in der Zeit ist ein längerer, sehr langer Text geschrieben, erschienen zur Kölner Silvesternacht auch, in der der komplette Ablauf der Silvesternacht nochmal sehr, sehr detailliert beschrieben wird. Und die Journalistinnen von der Zeit haben unter anderem mit Tätern aus der Kölner Silvesternacht gesprochen. Und einer der Täter hat interessanterweise in der Hauptsache zwei Dinge gesagt. Punkt 1, ich bin ein ganz schöner Versager, ich habe in meinem Leben nie was auf die Kette bekommen. Und Punkt 2, die deutschen Männer sind alles Muschis. Stellt sich doch die Frage, warum er nicht anfängt, auf deutsche Männer oder auf hegemoniale Männer oder auf reiche Männer zuzugehen. Was er halt macht aus dieser Tatsache, ist halt, die deutschen Männer sind Muschis, also ist er besonders maskulin. Und was unterstreicht seine Maskulinität, seine Ultramaskulinität, indem er halt Frauen begrapscht und Frauen degradiert. Pohl beschreibt einen zentralen Konflikt männlicher Identität als Männlichkeitsdilemma oder als Autonomie-Abhängigkeitsdilemma. Entsprechend kulturell tradierter Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit müssen sich das männliche Kind und der Heranwachsende mit einer Männlichkeit identifizieren, die primär über ihre dominante Rolle im gesellschaftlichen Verkehr definiert ist. Sie verfügt über Geld, sie bekämpft im Märchen den Drachen, vermittels der eigenen Körperkraft und sie genießt höchste Autonomie gegenüber den sie umgebenden Menschen. Also alles, was der heranwachsende Junge nicht hat. Der zudem noch unter der Fuchtel und seiner emotionalen Bindung zur Mutter steht. Die Oedipus-Konstellation nach Freud soll den Jungen aus der familiären, weiblich konnotierten Sphäre hinaus ins Erwachsenenalter und in die Welt schleudern. In ihr, also die Oedipus-Konstellation, fallen die Abnabelung von der Mutter und die Fähigkeit zur exogamen Objektwahl zusammen. Das männliche Kind entwickelt in der Adoleszenz eine eigene Identität und strebt nach der Autonomie und der dominanten Rolle, um sich selbst zu vollenden. Gleichzeitig ist jedoch die Adoleszenz der Zeitpunkt der erwachenden genitalen Sexualität. Der Penis als Phallus soll die Macht symbolisieren, die dem männlichen Individuum qua Geschlechtszugehörigkeit zukommt, markiert er doch die Geschlechterdifferenz schlechthin. Gleichzeitig ist der Penis aber auch der Ort größter Verletzbarkeit und er stellt das neue Zentrum der Sexualität dar, da sich das Lustempfinden, das sich in der infantilen Sexualität in den polymorphesten Handlungen und Erlebnissen einstellen konnte, nun im Genital konzentriert, Quelle der größten Lust. Wie bei Wilhelm Reich gesehen, und wir scheinen diese kulturelle Phase noch immer nicht zur Gänze überwunden zu haben, ist der Penis aber dann auch der Ort, an dem der Körper gegen das elterliche Verbot verstößt und damit der Ort, von dem Gefühle von Schuld, Angst und Ausgeliefertheit gegenüber dem eigenen Körper ausgehen. Beispielsweise Schuldgefühle, die heranwachsende Jungs haben, gegenüber der Tatsache oder wegen der Tatsache, dass sie masturbieren. Und wäre all das noch nicht genug, tritt nur mit dem weiblichen Gegenüber das Objekt auf, das genitale Erregung zu verursachen, imstande zu sein scheint. Und ausgerechnet an jenem Ort, der für die Autonomie des Selbst über das weibliche andere stehen sollte, für die großartigsten Gefühle der Abhängigkeit sorgt. Dass sowohl die Erektion des Adoleszenten als auch das sie auslösende Objekt sich der Kontrolle entziehen, führt zu einer geschlechts- und alterstypischen Demütigung der narzisstischen Selbstbesetzung. Pohl, Zitat, gerade die vermeintlich durch Frauen ausgelöste sexuelle Erregung zeigt, dass die im männlichen Autonomiewahn enthaltene Idee einer vollkommenen Beherrschung und Kontrolle eine Illusion ist. Das Ich ist nicht Herr im eigenen Haus, damit sie sich erfreut, schon gar nicht über die eigene Sexualität und den eigenen Körper.
Und genau dieser Zusammenhang weist auf ein grundlegendes Paradox in der Konstruktion der brüchigen männlichen Geschlechtsidentität hin, das nicht aufzulösen ist und deshalb immer wieder einzeln und massenhaft in Form einer Zerstörung des Objekts ausbrechen kann. Im Selbstverständnis des vermeintlich starken, autonomen und überlegenen Geschlechts ist das, was Quelle von Begierde und Lust ist, gleichzeitig, gerade weil es das ist, die größte Quelle von Unlust und Angst. Zitat Ende Pol. Die überlegene männliche Identitätsstellung sollte hergestellt bzw. eingenommen werden durch die Erfüllung von geistiger wie körperlicher Überlegenheit, Dominanz, Unabhängigkeit und Weltgewandtheit und war damit davon abhängig, dass das andere, das zur Herstellung der eigenen Identität herhalten sollte, auf dem Platz der geistigen wie körperlichen Unterlegenheit, Unterordnung, Abhängigkeit und Häuslichkeit bzw. Familiarität und so weiter verwiesen werden musste. Genau dieses andere aber vermag es nun vermeintlich über die Sexualität, von der das männliche Kind keine Ahnung hatte, die größte Kontrolle über den männlichen Jugendlichen auszuüben, ihn im Zentrum seiner Dominanzfantasien in den Händen zu halten und ihn obendrein über die geweckte Begierde genau hier zu kontrollieren, weil das weibliche andere als Subjekt über den Zugang und die Zurückweisung vom weiblichen Körper quasi diktatorische Macht auszuüben imstande ist. Die binäre Identitätentrennung erweist sich als zutiefst brüchig und die gefürchteten und negativ konnotierten Persönlichkeitsanteile der Schwäche, Abhängigkeit und so weiter, also das weibliche im männlichen Subjekt, müssen entweder anerkannt oder abgewehrt werden. Weil der männliche Jugendliche aber in der männlichen Binnenhierarchie unter einem so erheblichen Druck steht, erscheint die Anerkennung der angstauslösenden Persönlichkeitsanteile nicht als realistische Option, zumal es dazu keine kulturellen Angebote gibt. Und jetzt schauen wir uns eine Weiblichkeitskultur an. Es gibt eine Fülle von Angeboten, die diese Persönlichkeitsanteile anerkennen und würdigen. Also es gibt weibliche Vorbilder, die durch Schwäche bestechen. Es gibt an diesem einen Märchen, wo die Prinzessin schläft, also sie ist kein Subjekt, sie ist ein bloßes Objekt, aber durch ihre Schönheit, sie wird geküsst und taugt dann irgendwie doch zu was und es gibt eine abgerundete Identität. Das ist ein kulturelles Angebot, mit dem Mädchen lernen können, mit Gefühlen von Schwächen, von Passivität, von Angst umgehen zu können. Dieses kulturelle Angebot fehlt bei Männern vollkommen, die müssen immer Helden sein. Sie, also diese Persönlichkeitsanteile, müssen verdrängt, abgewehrt, fortprojiziert oder sonst wie negiert werden, um das labile Ich nicht zu gefährden. Die bei jungen Männern typische homophobe Aggression gegen Schwule darf als ein Ausdruck hiervon gewertet werden. Demonstrativ werden Schwule abgewertet, körperlich angegriffen oder teilweise sogar vernichtet, um sich nicht dem Verdacht auszusetzen, selber homosexuell zu sein. Schlimmer noch, wenn eigene homoerotische Anteile im Ich nach Geltung verlangen und dort keine Akzeptanz finden. So lässt sich etwa männliche Homophobie unter anderem als Abwehrkampf gegen das Weibliche und seine angstauslösende Machtposition in Fragen des Sexuellen verstehen. Dass Sanal M. Tutschalbarak als Transe beschimpft hat, lässt sich hier ähnlich verstehen. Die Angst vor Frauen mit transsexueller Vergangenheit steigert sich immer wieder in projizierte Vergewaltigungsängste gegenüber diesen vermeintlich oder tatsächlich mit einem Penis ausgestatteten Frauen, die in der eigenen Persönlichkeit erahnte Faszination von der Vorstellung, die narzisstische Demütigung durch das Subjekt Frau durch ihre radikale sexuelle Objektivierung zu überwinden, offenlegt. Ich erinnere mich an eine Facebook-Diskussion, die mal auf meiner Wall erschienen ist, und zwar hat jemand einen Artikel gepostet von einem Schönheitswettbewerb von transsexuellen Frauen in Thailand. Und darunter entstand dann eine Debatte, will ich es gar nicht nennen, alle waren sich einig, von Männern, die, ich würde mal sagen, auf ihre Männlichkeit doch vermutlich sehr, sehr viel Wert legen. Und die äußerten halt Vergewaltigungsfantasien, aber negative, passive Vergewaltigungsfantasien. Also dahingehend, dass die Frauen, die da gezeigt sind, die Schönheitsköniginnen, Männer vergewaltigen könnten. Das war die Fantasie, die dieses Bild in denen auslöste. Und das schrieben die oder kotzten die dann
in die Kommentarspalten. Die transsexuelle Frau wäre hier das Chimärenwesen, das sowohl über das Machtmittel des weiblichen Körpers als auch über die Subjektqualitäten verfügt, das sich das männliche Individuum nach wie vor nur für sich selbst und seinesgleichen reserviert hatte. Die Ängste, die insbesondere junge Männer vor homosexuellen Männern und Frauen mit einem Penis haben, sind in Wahrheit ihre eigene Vergewaltigungsneigung gegenüber Frauen. Sie fürchten, dass sie so behandelt werden könnten, wie sie selber Frauen behandeln. Pohl dazu, Zitat, die Hauptwurzel homosexualitätsbezogener Ängste liegt grundsätzlich in der zutiefst ambivalenten, von einer Mischung aus Lust, Neid, Angst und manchmal bis zum Hass reichenden Feindseligkeit geprägten Einstellung zu Frauen und zur Weiblichkeit, die als Teil des männlichen Verhaltensrepertoires nicht nur den fragwürdigen Lösungsversuchen des pubertär zugespitzten Autonomie-Abhängigkeitskonflikts entspringt, sondern bereits früh angelegt ist und in unterschiedlichen Ausprägungen und Mischungsverhältnissen zu den Grundbausteinen der Konstitution der männlichen Sexualität und Geschlechtsidentität gehört. Zitat Ende. Im Abwehrkampf, der sich gegen das Objekt des eigenen Begehrens richtet, muss nicht nur immer wieder das Recht auf Zugehörigkeit zum überlegenen Geschlecht erstritten werden. Alle Versuche von Männern, Frauen in unterlegene Rolle zu drängen und Kontrolle über sie zu erlangen, ihnen ihre Rechte abzusprechen, hängen dann damit zusammen, dass die Erringung der männlichen Subjektposition, das Verfügen über die naturbeherrschende Vernunft, das Heraustreten aus der Natursphäre in die Sphäre von Kulturproduktion und freiem Willen nur darüber funktionieren kann, indem Frauen all dies genommen wird. So schließen sich die sexualitätsbezogenen Ängste am Ende zu der fundamentalen Angst zusammen, dass das weibliche Objekt ein Subjekt ist. Seine Subjektwerdung muss daher politisch, kulturell und zur Not mit Gewalt verhindert werden. Ein anderes Beispiel aus der empirischen Forschung. Man kann zeigen, dass diejenigen Männer, die von sich in Tests, also in einem Fragebogen ausgehen, dass sie homophob gegenüber Schwulen sind oder dass sie Ekel empfinden gegenüber Schwulen. Diese Gruppe dieser Männer gegenüber einer Gruppe von Männern, die sagt, ich habe kein Problem mit Schwulen. Die Gruppe derjenigen Männer, die von sich sagt, sie würden Ekel empfinden. Also den Test wird so ein Phallograph denen angelegt. Das ist ein Gerät, mit dem man also die Erektion des Penis messen kann. Und denen werden dann Schwulenpornos vorgezeigt, beiden Gruppen. Und es gibt einen signifikanten Unterschied. Und der signifikante Unterschied ist, dass die homophoben Männer stärker von Schwulenpornos erregt werden. Und zwar ganz, ganz, ganz signifikant. Wir haben eingangs gesehen, dass das eigene und das Fremde nicht nur zwischen Männern und Frauen verhandelt wird, sondern auch entlang der Kategorie der Rasse in Anführungszeichen oder der nationalen Identität. Über verschiedene Vermittlungen konnte zumindest angedeutet werden, dass eine Trennung der sozialen Kategorien, hier Geschlecht und Rasse in Anführungszeichen, in der Sache selber gar nicht funktioniert. Und dass sich verschiedene Mechanismen immer wieder in neue, andere Mechanismen umsetzen, die gleichzeitig beide Grenzen kontrollieren. Auf eine Grundangst vor dem Fremden, die in der spezifischen Situation des Kleinkindes in seiner Abhängigkeit von der Mutter, die in der kleinkindlichen Omnipotenzfantasie noch dem Ich zugehörig ist, kann hier nicht mehr genauer eingegangen werden. Und dieser Vortrag beruhte auch sonst auf vielen Abkürzungen. Dass das Unbehagen, dass das rassisch Fremde auslöst, engste Verwandtschaft hat mit dem Unbehagen vor dem weiblichen Körper, ist in meinem Vortrag sicher nicht abschließend gezeigt worden, sollte aber eine dahingehende Hypothese rechtfertigen. Ich versuche nun auf die Unfähigkeit der Thematisierung von sexueller und sexualisierter Gewalt und auf den Begriff der Rape Culture zurückzukommen. Zitat Rolf Pohl. Sowohl Vorurteilsbereitschaften und der ganz gewöhnliche Alltagsrassismus als auch die normalen, aus spezifischen Ängsten vor Schwäche und Kontrollverlust gespeisten Einstellungen zu Frauen enthalten strukturell ähnliche, paranoid getönte Anteile, die auf einen projektionsbereiten Umgang mit dem eigenen und dem Fremden zurückzuführen sind. Zitat Ende. Meine These wäre also, dass das von unserer Psychologie an den Rand hin fortdefinierte pathologische vielmehr fundamentaler Bestandteil dessen ist, was wir als individuelle wie gesellschaftliche Normalität verstehen und dass das normale, individuelle wie kollektive Identitätskonstruktionen entlang der Kategorien Rasse und Geschlecht, in Rasse in Anführungszeichen,
immer schon so stark mit pathologischen, das heißt im Grunde destruktiven, psychischen Abwehrmechanismen durchdrängt sind, dass von der vielbeschworenen Vernunft nicht mehr viel übrig bleibt, sollen diese Grenzziehungen thematisiert werden. Das basiert halt auch auf einer freudschen These, ne? dass sozusagen das Normale in das Pathologische hineinreicht und dass man das Normale nur über das Pathologische erforschen kann und dass diese Grenze eine sehr, sehr, sehr fließende ist oder eine schwierig zu definierende. Umso heftiger irrational wird es dann, und das entspricht der Alltagserfahrung antisexistischer Bemühungen und Interventionen und der eingangs genannten Beobachtung über den behavioristischen Anteil des Rape-Culture-Begriffs, dass einer artikulierten Vergewaltigungserfahrung nicht geglaubt wird, wenn die epidemischen Ausmaße, die alltägliche Realität von sexueller und sexualisierter Gewalt zum Gegenstand der Anstrengung der Vernunft werden sollen. Die in diesen Situationen aufgeführte Abwehr ist damit ausgestattet mit dem Ernst der Abwehr, die aufkommen muss, wenn es um so etwas wie die eigene Identität in einem ganz existenziellen Sinne geht. Die epidemischen Ausmaße der sexuellen Gewalt können nicht thematisiert werden, weil sie das Ich bedrohen. Die Thematisierung der gewalttätigen Realität rührt an ein individuelles wie gesellschaftliches Unbewusstes, an der die tägliche Reproduktion des Ganzen unserer gesellschaftlichen Verhältnisse hängen und damit am Kern des Patriarchats, der historisch entstandenen männlichen Vorherrschaft. Die im Intersektionalitätsbegriff vorgetragene Kritik am White Feminism, auf die ich aus Zeitgründen leider nicht mehr genauer eingehen kann, bestätigt sich also in der beständigen Verwobenheit und Umsetzbarkeit der psychischen Mechanismen, die sich an den Identitätsgrenzen verausgaben. Das Geschlechterverhältnis ist nicht zu denken, ohne das Dominanzverhältnis entlang der Kategorie Rasse in Anführungszeichen und andersherum. Und alle kulturellen Ausformungen dieser Identitätsideologien hängen demnach im Patriarchat, das wäre meine vorsichtig artikulierte, vorläufige These aus dem Vorgetragenen, am grundsätzlichen Konflikt der männlichen Sexualität mit seinem Objekt, am Konflikt zwischen Triebspannung und dem Subjektcharakter des weiblichen Gegenübers, am Konflikt zwischen dem imaginierten männlichen Kultursubjekt und dem weiblichen Naturobjekt und damit am Konflikt zwischen Mensch und Natur selber. Im Patriarchat kommt dem Gegenstand der Sexualüberschätzung, dem weiblichen Körper, demnach eine Schlüsselfunktion zu, da er komplexe gesellschaftliche Verhältnisse zu vermitteln imstande ist, indem er seine von dieser kontingenten patriarchalen Dominanzkultur etablierten Vorstellungsinhalte scheinbar zu naturalisieren imstande ist, also der Körper scheint das zu naturalisieren. Der Blick auf den Körper bestätigt mir das Gefühl, die Verhältnisse sind natürlich. Die Gefühle und unterbewussten Motivationen, die der Blick auf den weiblichen Körper auslöst, all die Mechanismen, aber auch die sexuelle Erregung, scheinen sich der mystischen Kraft des weiblichen Körpers selber zu verdanken und nicht der kontingenten Verhältnisse. Es sind aber am Ende immer noch die Subjekte, in denen diese Naturalisierung vonstatten geht, in ihrem Unbewussten, hinter ihrem Rücken. Also nicht im Körper des Objekts. Ähnlich der Marx'schen Ware und ihrem Fetischcharakter, die Macht ihrer ökonomischen Funktion nicht durch sich selbst hat, sondern vermittelt zu einer gesellschaftlichen Praxis, die die Rolle der Ware, ihren wahren Charakter, beständig reproduziert. Also damit ist gemeint, ne, für Leute, die jetzt bei Marx vielleicht nicht so drin sind, damit ist der banale Fakt gemeint, dass meine Packung Kaugummis nicht qua Materialeigenschaft der Wert von einem Euro zukommt, sondern die Tatsache, dass diese Packung Kaugummis in einem ökonomischen Raum getauscht wird und in den Austauschverhältnissen, die in diesem Raum Geltung haben und der wahre Arbeitskraft, die zur Herstellung dieser Packung benötigt worden ist. Also all diese komplexen Verhältnisse scheinen sich in der Packung Kaugummis zu naturalisieren. Es scheint mir irgendwie natürlich, dass die einen Euro kostet. Aber das hat gar nichts mit den Kaugummis zu tun, dass die einen Euro kosten. Was in der bürgerlichen Ökonomie eine objektive Gedankenform ist, dass sich ökonomische Bewegungen etwa nach Naturgesetzen der Güter gestalten, ist dann im Patriarchat die objektive Gedankenform, und daher kommt der Begriff Ideologie, dass das weibliche Subjekt kein Subjekt ist und ausschließlich als Objekt behandelt werden kann.
Mit den angerissenen Mechanismen lässt sich meiner Meinung nach vorsichtig von einer spezifischen Form der patriarchalen Entfremdung ausgehen, die ihren Brennpunkt, ihren Umschlagplatz im weiblichen Körper hat und in der der Unzustand der Verhältnisse im Unbewussten der Individuen wurzelt, wo sie nicht verfügbar, nicht transparent und darum entfremdet sind, sich einer Veränderung entziehen. Also wir machen den ganzen Tag Patriarchat und das Patriarchat existiert, weil wir es machen, aber es existiert auch außerhalb von uns. Das heißt, ich kann nicht bewusst hingehen und sagen, Patriarchat, hör mal auf, Patriarchat zu sein, und ich höre auch auf, Patriarchat zu sein, sondern es ist ein Entfremdungszusammenhang, wo sozusagen die gesellschaftliche Realität, die wir täglich produzieren und uns als Fremde und Feindselige gegenübertritt. Das ist zumindest der Entfremdungsbegriff nach Hegel. Auf die Banalität der eingangs genannten Fragen verweisend, anders formuliert, Rape Culture wäre dann, wollte man diesen Begriff an die Spitze einer solchen Theoretisierung stellen, die strukturell vermittelte Unfähigkeit, das Offensichtliche zu sehen. Danke für die Aufmerksamkeit.